willkommen wieder zurück zum Podcast machen. Und es gibt ja so einen schönen Spruch von der Oma: Wenn einer eine Reise tut, da kann er viel erleben. Und man kann das so ein bisschen abwandeln. Wenn einer einen Podcast macht, dann kann er auch viel erleben. Vor allem dann, wenn er sich nicht so ganz an alle Regeln, die es hier in Deutschland ja gibt, hält. Und es gibt einen schönen Claim im Podcastland. Der bezieht sich auf das Angebot dieser beiden freundlichen und vor allen Dingen gut aussehenden Herren. Wie mir gestern eine Dame sagte: Ach, ist das der Podcast mit dem gut aussehenden Mann? Und ich habe gesagt: Ja. Der Claim ist: Alles, was Sie hier hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Das klingt schon so nach so einem Polizeisprech. Und das hat auch seinen Sinn oder seinen Grund darin. Denn auf dieser Seite sitzt ein Rechtsanwalt und da drüben sitzt ein Richter. Haha, okay, der ist natürlich alt und alarm. Also auf der Bühne sitzen Markus Richter und Dr. Thomas Schwenke. Markus Richter ist Radiojournalist und der stellt immer Fragen an den Dr. Thomas Schwenke, der ist nämlich Rechtsanwalt. Und der kann juristische Fragen beantworten, damit wir als Podcaster nicht mit einem Bein im Gefängnis stehen, wenn wir so Sachen wie Impressumspflicht, Datenschutzerklärung oder, was habe ich noch, Urheberrecht, Verwertungsrecht oder wenn man einen Online-Shop gründen will, was man da alles beachten muss. Genau. Aber ich überlasse einfach gerne das Wort den Menschen, die sich wirklich auskennen, und wünsche viel Spaß und vor allen Dingen ganz viele tolle Einsichten, damit keiner von uns ins Gefängnis kommt. Viel Spaß. Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Und heute geht es um die E-Person. Hallo und herzlich willkommen zur Rechtsbelehrung, dem Podcast über juristische Fachthemen, wo ich traditionell vergesse, mir die Folgennummer zu merken. Mein Name ist Markus Richter, ich spreche Mikrofone, tue das manchmal für Geld und manchmal auch mit Dr. Thomas Schwenke zusammen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, hallo liebes Publikum, hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, hallo. Die Rechtsbelehrung findet normalerweise unter ganz anderen Vorzeichen statt. Deswegen möchte ich schon mal im Vorab um Entschuldigung bitten, falls heute Dinge schieflaufen, weil einerseits machen wir das nie live, andererseits nie mit Publikum. Und drittens habe ich normalerweise Internet, wenn wir die Sendung aufzeichnen, und ich hatte mich darauf verlassen, dass das ja auch der Fall ist, aber das ist ja beim Chaos Communication Kongress immer so eine Sache. Gut, wir wollen heute über ein Thema reden, was, also wir wurden jetzt angekündigt, als wir verhindern, dass Podcaster ins Gefängnis kommen. Das ist insofern richtig, weil ja wahrscheinlich alle Jobs früher oder später abgeschafft werden und von künstlichen Intelligenzen übernommen werden. Und wir heute dann darüber sprechen, wer denn eigentlich daran schuld ist, wenn die künstliche Intelligenz, die euren Podcast macht, Unsinn anstellt, für den man verklagt werden kann. Also das ist heute die große, große Frage: Wer ist schuld? Und Hörer der Rechtsbelehrung kennen das Spiel vielleicht schon. Ich möchte es für alle, die neu dazugekommen sind, heute nochmal kurz erläutern. Wir werden unter Umständen über große Teile der Sendung gar nicht über künstliche Intelligenzen oder ein autonomes System nehmen, aber zum Schluss gibt es so diesen 5-Minuten-Abschnitt, wo alles, was wir die letzten 4 Stunden, denn so lange wird diese Sendung grob dauern, zusammenfällt und ein komplettes Bild ergibt. Meinst du? Ich habe die Hoffnung, ja. Okay. Das andere ist sozusagen, wir erheben, und das muss man auch dazu sagen, weil wir sind ja ein juristischer Podcast, deswegen der Vollständigkeit halber, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also ich tue es schon, sein Job ist, mich immer zu unterbrechen, damit wir mal fertig werden. Korrekt. Und das heißt, es geht heute darum, ein Gefühl, sag ich mal, für das juristische Konzept zu entwickeln, was dahinter stehen könnte, wie man ein autonomes System juristisch bewertet. War das jetzt so zusammengefasst, was du damit leben kannst? Rechtsgefühl. Ein Rechtsgefühl. Ja. Wir entwerfen heute ein Rechtsgefühl. Es wird sozusagen also nicht bis zum letzten Paragraphen alles durchdekliniert werden. Es wird nach der Sendung auf jeden Fall diese Sendung auch als Podcast erscheinen, dann ausführliche Shownotes mit erwähnten Urteilen und Paragraphen und so geben. Vielen Dank, Dr. Thomas Schwenke, der das immer bis ins kleinste Detail vorbereitet. Genau, und dazu will ich, und damit will ich jetzt auch schon mal anfangen. Und bevor wir damit anfangen, über das wir sprechen, klären wir erstmal, über was wir vielleicht auch nicht sprechen. Wir wollen uns heute, und ich will das so gestalten, wir reden erstmal darüber, über welche Rechtsgebiete wir uns heute
angucken, dann darüber, worüber wir überhaupt reden, also dieses KI-autonome System, was soll das überhaupt sein? Dann so ein paar Rechtsgebiete erläutern, die vielleicht möglicherweise damit zu tun haben könnten. Insbesondere begeben wir uns dazu auch ins alte Rom. Und dann kommen wir sozusagen zur eigentlichen Frage. Wie machen wir das überhaupt mit den KIs? Die Rechtsgebiete, mit denen wir uns heute beschäftigen, da ist ja natürlich als allererstes fällt einem ein, künstliche Intelligenz, der Untergang der Menschheit, autonome Systeme bringen Menschen um, Strafrecht. Ja. Wird es eine Rolle spielen heute? Durchaus, also wenn es um die Zurechnung geht, der Handlung der KI. Weniger wird es eine Rolle spielen, insoweit es um die Bestrafung der KI geht. Das heißt, wir werden uns mehr so im rechtlichen Bereich bewegen, im alltäglichen Bereich. Das heißt, wenn es um Vertragsschlüsse geht, die KI begeht irgendwelche Schäden, wer dafür haftet. Insoweit kann man über das Strafrecht diskutieren. Aber die Frage, die auch manchmal diskutiert wird, inwieweit soll eine KI strafmündig sein? Das heißt, was ist, wenn nicht ich einen Menschen töte, sondern wenn mein Bot einen Menschen tötet? Soll er bestraft werden? Darüber werden wir weniger diskutieren, weil da kann man ganz lange drüber reden. Das ist mehr Soziologie, mehr Philosophie und das werden wir eher ausklammern. Also bis jetzt nach meinem Kenntnisstand gibt es noch keine KI, die es als negativ empfindet, wenn man sie abschaltet. Aber du hast dann, als wir im Vorfeld drüber gesprochen haben, auch gesagt, sozusagen, es gibt einen ganz bestimmten Punkt, also eine Funktion, die das Strafrecht hat, die vielleicht auch noch gar nicht erfüllt werden kann, nämlich sozusagen, dass so eine Art Rechtsempfinden für die Menschheit hergestellt wird. Richtig. Also generell ist das Recht dazu da, um das Zusammenleben von Menschen zu regeln. Das bezeichnet man als Zivilrecht. Das heißt, wir schließen Verträge, ich möchte Schadensersatz von ihm. Das ist das alltägliche Recht. Dann gibt es noch das Strafrecht. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche des menschlichen Handelns, da drohen besondere Gefahren für die Menschen. Und da sagt der Gesetzgeber, da ist es nicht ausreichend, dass ich von dir zum Beispiel Schadensersatz verlangen kann. Da muss jemand bestraft werden, der muss es spüren, damit er es nicht nochmal macht. Und das ist eben das Strafrecht und das ist halt eben ein bisschen weniger relevant, wenn es um die KI geht, weil die eben nicht spürt. Das heißt, man hat ja nichts davon, wenn die KI bestraft wird. Ich weiß nicht, hättest du dann das Gefühl der Rache, wenn irgendwie ein System abgeschaltet wird, das dir einen Schaden zugefügt hat? Ich bin jetzt überrascht sozusagen, dass das Rechtssystem dafür da ist, mir ein Gefühl der Rache zu verschaffen. Aber nein, nicht nur da, aber das ist das Einzige, was in Frage käme, weil... Ja. Normalerweise ist Strafrecht auch dazu da, damit die, die bestraft werden, wieder zurück auf den Pfad der Tugend finden. Aber das ist bei einer KI, die das Empfinden der Strafe nie so hat wie ein Mensch, eher irrelevant. Das heißt aber, man müsste in ferner Zukunft schon mal die Frage klären, also was eine KI ist und ob sie empfindungsfähig ist. Und dann kommen wir sozusagen an einen Punkt, wo es vielleicht doch relevant wird. Genau. Das kann natürlich noch in der Zukunft relevant werden, aber dann werden wir so in einem extremen Fantasiebereich und dann... ist es nicht das, worüber wir reden möchten. Wir möchten ja über handfestes Recht reden. Wir möchten ja auch die KIs ansprechen, die schon unter uns sind. Sind hier KIs anwesend? Aha, eine. Okay, gut. Aufmerksam zuhören, das wird noch wichtig. Also Strafrecht wird es also nicht. Worüber reden wir? Du hast es gerade schon erwähnt, so Haftungen, Vertragsabschlüsse. Was genau sind die Rechtsgebiete, wo autonome Systeme oder KIs eine Rolle spielen? Genau. Genau, das sind die Bereiche. Das heißt, wir haben ja schon KIs, die für uns tätig sind. Also die Software in meinem Smartphone könnte man als KI bezeichnen. Beziehungsweise das, was als hochgeistige KI galt, ist heute Normalität. Vor ein paar Jahren war KI noch, sagen wir mal, noch nicht so weit. Wir gewöhnen uns an alles. Und die schließen schon Verträge für uns. Das heißt, ich kann zum Beispiel irgendwie so einen Softwareagenten haben. Ich kann ihn losschicken und sagen, fülle mir den Kühlschrank. Und dann kauft er irgendwie 1000 Schweinehälften. Muss ich die bezahlen? Also Fragen aus dem Alltag. Oder diese KI schaltet zum Beispiel irgendeine lebensnotwendige Funktion beim Beatmungsgerät ab. Jemand ist tot. Die Familie will Schadensersatz. Wer haftet? Also das heißt aber, es geht aber momentan nur um Vertragsrecht. Geht um Vertragsrecht und es geht um Schadensersatz. Also es geht hauptsächlich ums Geld. Das ist so das Relevanteste zwischen Menschen. Klar, sicher. Ich meine, mir ist doch egal, ob du ein Delikt begehst, mir ist wichtig, dass ich einen Schadenersatz bekomme, Ersatz bekomme. Wieder was über Rechtsanwälte gelernt. Interessant. Jetzt wurde das schon so ein bisschen erwähnt, also die KI ist das Ding, was mir möglicherweise den Kühlschrank füllt. Und wir sind jetzt schon ganz weit weg von diesem Science-Fiction-Ding, wo man sagt, ja, die eigenständige Entität, die führt und sowas, das wird also dem abgesprochen. Worüber reden wir denn heute? Also über was für eine Art von technischen Systemen? Also der Gedanke ist natürlich da, den wir verfolgen, den wir behalten sollten. Brauchen wir eine E-Person? Darüber wird ja heute diskutiert. Wir haben ja natürliche Personen, wir Menschen, dann haben wir noch juristische Personen. Du greifst vor.
Ich wollte erst mal wissen, sozusagen, was für Systeme, über welche Systeme über welche reden. Systeme wir reden werden. Also es gibt ja sozusagen autonome, automatische, diese künstliche Intelligenz wir haben wir ausgeschlossen. Wir werden über autonome Systeme reden, nicht über automatische Systeme. Und das ist der rechtlich relevante Unterschied. Was ist der Unterschied? Also was ist ein automatisches und was ist ein autonomes System? Also ein automatisches System kommt von dem Wort automatus, das heißt, es bewegt sich von selbst. Das ist zum Beispiel ein Industrieroboter. Oder wenn ich jetzt bei irgendeiner Plattform sage, wenn dieses Gebot erreicht ist, wenn diese Höhe erreicht ist, gebe ein Gebot ab. Das sind Automaten, das kann Software, das kann Hardware sein, bei der ich weiß, was hinten rumkommt. Das heißt, ich setze sie auf den Weg, kenne aber das Ergebnis und weiß, wie sie sich verhalten wird. Also quasi im Prinzip könnte man sagen, ein Automat ist mehr oder weniger nur so eine Art komplexer Schalter, richtig. Weil sozusagen ich gebe eine ganz klare Anweisung ab und habe ein ganz klares Ergebnis. Also was insbesondere auch wichtig ist, ich gebe eine Anweisung und die hat genau ein Ergebnis, nicht mehrere mögliche. Im optimalen Fall, ja. Und bei Was heißt im optimalen Fall? Naja, es kann natürlich immer noch irgendwas schief gehen. Also wenn sie funktioniert. Wenn sie funktioniert, wenn sie funktioniert, okay, also ich gebe einen Aktien, ich kaufe Aktien und sage, wenn die Aktie die Höhe von 5 Euro, dann sagen, kauf mir 20.000 Stück. Genau, oder du hast hier irgendwie so einen Dash-Button an deinem Kühlschrank und drückst drauf und bekommst dann eine Flasche Wein geliefert. Oder vielleicht hast du einen Kühlschrank, das weiß, wenn die Weinflasche hier leer ist, dann kaufe bei dem und dem Händler für das Geld diese Flasche. Das ist ein automatisches System. Also wenn bei dem Dashboard irgendwie, bei dem Dash-Button die Katze 30 Mal drückt, dann kommen auch 30 Mal die Zahnpasta. Ist eine Frage der Tierhaftung. Kommen wir noch zu. Okay. Genau so. Und was ist dann im Gegensatz dazu ein autonomes System? Also beim autonomen System, das kommt von beiden Worten Auto und Nomos. Nomos steht für Recht, für Gesetz und Auto für selbst. Das bedeutet, es ist ein System, das sich die Regeln selbst setzt. Das heißt, der Unterschied ist zu einem automatischen System. Ich weiß nicht, auf welchen Wege genau das Gerät bzw. die Software zum Ergebnis kommen wird. Der Unterschied, der Kühlschrank. Ich habe den Kühlschrank gesagt, wenn die Stelle hier leer ist, kaufe mir eine Flasche Wein zu dem Preis bei dem und dem Händler. Mhm. Der Unterschied ist, das war jetzt ein automatisches System, beim autonomen System sage ich dem Kühlschrank, seh zu, dass ich mal genug zum Trinken da habe. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo er die Flasche einkauft, ich weiß nicht, zu welchen Konditionen er die Flasche einkauft. Er sorgt einfach dafür, dass der Kühlschrank da ist. Ich habe aber an der Ausführung keine Beteiligung. Das heißt, ich bin da nicht großartig involviert. Und natürlich gibt es da verschiedene Grade. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, sorge dafür, dass der Kühlschrank voll ist. Ich könnte auch sagen, sorge dafür, dass hier Getränke da sind. Oder kaufe ein, aber nicht für mehr als 50 Euro jeweils. Das heißt, die Grade der Autonomie, die sind unterschiedlich. Ja, aber jetzt sozusagen, würde ich ja einwenden, also du als User weißt natürlich nicht, wie genau es zu diesem Ergebnis gekommen ist, aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Software-Ingenieur, der das System programmiert hat, frage, dann sagt er natürlich, naja, also diese Anfrage, das ist ja völlig eindeutig, gib mir diesen Entscheidungsbaum lang und dann ist halt auch wieder genau das eine Ergebnis. Ja, aber dieser Entscheidungsbaum entspinnt sich, wenn die Software handelt. Das heißt, ich habe das nicht schon vorausberechnet, sondern ich gebe es in die Hand der Software, in die Hand des Systems. Ist das im juristischen System sozusagen schon eine feststehende Definition ist, das was gerade verhandelt wird? Das wird gerade verhandelt. Also es wird überlegt, dass man überhaupt Regeln dafür aufstellt oder gerade ab wann ein System hinreichend autonom ist, sodass man die Entscheidung, die das System trifft, nicht direkt den Menschen zurechnet, beziehungsweise wir sprechen auch gleich über die Zurechnung, dass die Entscheidung nicht beim Menschen entsteht, sondern bei dem System und wie man das behandeln muss. Aber Grenzen gibt es noch keine festen. Das eine Beispiel, was ja jeder kennt, ist Tesla. Ja. Sozusagen mit der Software, die die Firma Autopilot nennt, von der sie aber sagt, das ist kein Autopilot, sondern nur ein Fahrunterstützungssystem, wo der Fahrer jederzeit noch fahren sein muss. Würde man das nach dieser Definition als autonomes System oder als Automaten werten? Das würde ich als ein autonomes System werten, weil letztendlich die Entscheidung über die Fahrweise, wie das Gerät fährt in dieser Situation, das trifft das Gerät selbst aufgrund autonomer Kriterien. Autonom bedeutet, also als Kriterien sind zum Beispiel, inwieweit hat der Mensch auf diesen Vorgang Einfluss? Das heißt, gibt er bestimmte Handlungen frei, konkrete Handlungen, oder überlässt er die Tätigkeit in diesem Bereich der Software? Und das passiert in diesem Fall. Das heißt, er lenkt ja nicht oder beziehungsweise sagt, ich fahre geradeaus dorthin und bleibt dort stehen, sondern sagt, bringe mich zum Ziel. Und das heißt, das Gerät reagiert autonom. Ein weiteres Kriterium ist, inwieweit das Gerät noch aufgrund der äußeren Umstände, die es von außen sammelt, ohne dass der Mensch auch daran beteiligt ist, eigene Entscheidungen dann trifft. Aber ich gebe dir völlig recht, also die Grenze zwischen automatisch und autonom ist sehr, sehr fließend und sehr
unüberschaubar. Das heißt, das ist der Punkt sozusagen, wo der im konkreten Verfall gesagt hat, ja, das kommt darauf an. Du hast es mir vorweggenommen. Okay, verstehe. An dieser Stelle, weil das ein wichtiger Punkt ist, ist der Unterschied zwischen autonomen und automatischen Systemen klar? Oder hat noch jemand eine Frage dazu? Dann könnten wir die jetzt aufgreifen. Ich schaue in das blendende Licht und sehe da eine Frage. Wenn wir kurz das Mikrofon hier vorne in der dritten Reihe haben könnten, wäre das sehr gut. Also der prinzipielle Unterschied ist schon irgendwie klar, aber eben wurde auch schon gesagt, dass es da verschiedene Grade der Autonomie gibt und das müsste man dann ja schon irgendwie willkürlich festlegen oder wie? Das ist, also ich versuche mich mal eine Antwort, dann sagst du, ob ich völlig daneben liege. Das ist sozusagen, also das Wesen der Rechtsbelehrung und der Juristerei ist, dass man sozusagen immer ein theoretisches Konzept bespricht und sagt, also es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen autonomen System und automatischem System. Und dann sagt man, ja, wie ist denn das hier mit und da und damit? Und dann sagt er, ja, das kommt darauf an. Das müsste man also im konkreten Fall, also das ist genau die Frage, sozusagen, die ich auch nochmal gehabt habe. Also bei einem medizinischen System zum Beispiel, das Lebensfunktionen überwacht und dann entscheidet, ja, jetzt ist es eigentlich auch egal, ist es dann noch autonom oder automatisch? Ja, also es gibt Bestrebungen seitens der EU. Letztes Jahr wurde ein Paper vom Europäischen Parlament, glaube ich, rausgebracht, wo sie solche Kriterien schon aufstellen. Das heißt, die möchten ja auch, dass eine Agentur für Robotik eingerichtet wird und dass man halt von Anfang an, dass einem klar ist, vor allem auch als Entwickler, ist das System automatisch, ist es autonom, welcher Grad ist es, welche Folgen zieht es nach sich. Das heißt, man möchte das irgendwie festlegen und natürlich nicht willkürlich, sondern anhand sachlicher Kriterien. Das heißt, man guckt sich an, wenn wir jetzt sagen, ab diesem Zeitpunkt ist ein System autonom, welche Rechtsfolgen wird es nach sich ziehen? Sind diese Rechtsfolgen vertretbar? Ist es das, was wir als Menschen wollen? Und wenn es das nicht der Fall ist, dann dreht man noch ein bisschen an dieser Stellschraube und dann sagt man, okay, erst ab diesem Zeitpunkt oder vielleicht auch daher. Das heißt, man diskutiert es letztendlich aus. Von außen her mag das dann willkürlich wirken, aber ich hoffe, da wird man sich noch ein bisschen was überlegen. Ja. Ich würde die Frage noch mal ein bisschen umdrehen und fragen, wenn man über so Sachen diskutiert, dann hat man ja, manchmal ist es ja so, da hat man sozusagen auf der einen Seite ganz klar automatische Systeme, auf der anderen Seite ganz klar autonome Systeme und dann in der Mitte vielleicht so ein Graubereich, wo man sich genau sagen kann. Gibt es diesen Bereich, wo man ganz klar, also ohne Widerspruch sagt, das ist autonom, gibt es das schon? Es ist situationsbezogen. Okay. Das heißt, wirklich, es kommt auf einen Einzelfall an. Das heißt, wir können uns gleich mal angucken, wie ist es jetzt mit den 1000 Schweinehälften, die in meinem Kühlschrank lagern. Ja. Muss ich für sie einstehen oder nicht? Und da kann es durchaus einen Unterschied machen, ob es jetzt automatisch oder autonom war. Das heißt, man guckt es, wie war es in dieser konkreten Situation? Wir haben ein rechtliches Problem und anhand dieses rechtlichen Problems beurteilen wir, war das jetzt autonom oder automatisch? Vielleicht sollten wir es wirklich dann am Beispiel machen. Da ist noch eine Meldung im Publikum. Vielleicht können wir die noch kurz dran nehmen. Ich frage mich, kommt es darauf an, was, also die Entscheidung zwischen automatisch und autonom, kommt es darauf an, was ich der Maschine sage oder ob auf das, was die Maschine macht? Also im Fall zum Beispiel, ich sage dir im Kühlschrank, kauf für den Preis die Weinflasche. Dann sagt der Kühlschrank, ach, du hast jetzt schon jeden Tag Wein getrunken, ich kaufe dir lieber mal eine Wasserflasche. Das ist ja, das Handeln ist ja autonom, aber die Anweisung ist ja automatisch. Naja, die Anweisung würde ich mal sagen, das Gerät hat sich neue Regeln gesetzt oder die Software. Das heißt, sie hat beschlossen, sie wird nach eigenem Gutdünken handeln und nicht nach dem, was du vorgegeben hast. Und das ist autonom. Das heißt, selbstbestimmt, nicht von außen beeinflusst, nicht auf festen Bahnen. Deswegen, das würde ich mal sagen, ist eine autonome Entscheidung. Es kommt also auf beides an. Man guckt sich an, was sagte der Mensch, wie handelte die Maschine, hielt sie sich haargenau daran, was der Mensch gemacht hat, dann war es zumindest, man könnte dann sagen, die Maschine kann ja autonom sein, aber sie hat eine automatische Entscheidung getroffen, um es noch einfacher zu machen. Das ist so ein Recht. Wir haben selten feste Grade. Wir gucken wirklich auf die einzelne Situation. Ja. Aber dann, also wenn jetzt im Publikum jemand ein konkretes Beispiel nochmal ausdenken mag, dann können wir das daran vielleicht nochmal erläutern. Möchte jemand? Gut, dann bleiben wir sozusagen nochmal bei diesem Kühlschrankbeispiel. Ich sage also, es muss immer genug zu trinken da sein. Mhm. So, das System kauft irgendwas, dann ist es also autonom. Dann ganz eindeutig, ohne Widerspruch. Richtig, es hat sich selbst die Regeln festgesetzt. Dabei ist es wichtig, also wir sind ja so ein bisschen, gleiten wir in das Vertragsrecht ein. Also in die Frage, ist ein wirksamer Vertrag zustande gekommen über das, was jetzt im Kühlschrank angekommen ist. Und damit ein wirksamer Vertrag zustande kommt, brauchen wir zwei übereinstimmende Willenserklärungen.
Das bedeutet, wir brauchen Äußerungen, die darauf gerichtet sind, dass ein bestimmtes Geschäft zustande kommt. Zum Beispiel mit den Schweinehälften würde ich sagen, ich möchte 1000 Schweinehälften für 1000 Euro von dir, Herr Richter, kaufen. Du sagst, ja, ich bin damit einverstanden, ich verkaufe dir 1000 Schweinehälften a 1000 Euro. Unsere Willenserklärungen treffen sich hier. Wir haben einen wirksamen Vertrag. Ja. Jetzt ist es so, ich bin nicht da. Du kommunizierst mit einer Software, mit einem Softwareagenten nennt man das, ja, in diesem Fall. Das heißt, quasi ein Vertreter oder beziehungsweise ein Proxy, ja, das für mich handelt. Ja, genau, das sind die Begrifflichkeiten, mal, die man schon aufpassen muss, das an meiner Stelle handelt. Und die Frage ist dann, muss ich diese Schweinehälften bezahlen, wenn du nicht mit mir den Vertrag geschlossen hast, beziehungsweise mit mir die Worte ausgetauscht hast oder die Zeichen, sondern mit der Software? Und dann wird es tatsächlich relevant, wie dieser Autonomiegrad ist, weil für eine Willenserklärung, die ich abgebe, ist es notwendig, dass ich zumindest irgendeinen Erklärungswillen habe. Das heißt, ich muss auf einen Rechtserfolg gerichteten Willen haben und einen Geschäftswillen, der darauf gerichtet ist, dass dieser konkrete Erfolg, die 1000 Schweinehälften für 1000 Euro zustande kommen. Du hast doch gerade in komplizierten Worten gesagt, wenn du 1000 Schweinehälften kaufen willst, dann musst du aber auch 1000 Schweinehälfte kaufen wollen? Also ungefähr. Okay. Wenn ich aber nicht weiß, was ich überhaupt einkaufe, dann habe ich dann eine Äußerung, die auf dieses Geschäft gerichtet ist, getätigt. Jetzt ich als Thomas. Und sagen, das ist das, wo wir in dieser Sendung ansetzen, weil ja sozusagen genau nicht mehr klar ist, ob ich verantwortlich bin, wir aber auch keinen haben. Was werde ich dann sagen, wenn ich die Schweinehälften, wenn der LKW bei mir vor der Tür steht? Ich werde sagen, nee. Möchte ich nicht haben. Da tut mir leid, meine Software. Ich habe ja gesagt, die soll den Kühlschrank hier voll halten. Aber 1000 Schweinehälften Kühlschrank, das hätte ich nie gewollt, dass das hineinkommt. Deswegen werde ich das nicht bezahlen. Nehmen Sie es bitte zurück. Du sagst natürlich, die sind jetzt kurz vorm Verfall. Ich kann die nicht zurücknehmen. Bezahlen Sie mir die 1000. Die haben Sie doch bestellt. Genau. Ja, und dann sage ich, ich habe es aber nicht bestellt. Und dann, ich sage nicht, die Software war es. Dann landet man genau an dem Punkt sozusagen, wo ich als sozusagen Verkäufer sage, okay, dann möchte ich aber jetzt jemand anderes, also wenn du sagst, was, meinetwegen, dann möchte ich aber jemand anders in Haftung nehmen. Und ich sage so, ja, mach das mal mit der Software aus sozusagen. Und dann ist die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Genau. Und dann können wir jetzt sozusagen zu dem Punkt kommen, wo wir erstmal darüber reden, was es schon für andere Rechtskonstrukte gibt, wenn ich, es nicht als natürliche Person bin. Mhm. Da gibt es ja eine Sache, die hört man sozusagen, bevor wir zu den Orchideen-Konzepten kommen, hat man ganz deutlich, das ist eine juristische Person. Ja. Das hört man ja immer wieder. Das ist, also was ist der Unterschied? Was ist eine juristische Person? Erstmal, was ist überhaupt eine Person? Wie, ich bin eine Person? Was soll diese Frage? Bist du eine juristische Person? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Nee, vielleicht ein bisschen. Also eine Person ist erstmal ein Individuum. So die allgemeingängige Definition. Jetzt natürliche oder juristische oder beide? Eine Person für sich, also der Begriff Person, erstmal ohne den Zusatz. Und im Recht ist für uns eine Person ein juristisches Subjekt, das irgendwie handeln kann. Das ist ganz eng mit der Rechtsfähigkeit verknüpft. Das heißt, kann man überhaupt Träger von Rechten und Pflichten sein? Kann man überhaupt am Rechtsleben teilnehmen? Mhm. Und dann gibt es eben die natürlichen Personen, bei denen sagt man, die sind rechtsfähig qua Geburt. Beziehungsweise schon, die können rechtsfähig sein, bevor die geboren sind. Also wenn sich die befruchtete Eizelle, ich bin nicht gut in Biologie, ich glaube, das ist die Eizelle, die befruchtet wird, die nistet sich ein in der Gebärmutter. Ja. Ja. Falscher Fachbereich. Jedenfalls, da wird man schon rechtsfähig. Und dann gibt es noch Personen, bei denen man sagt, beziehungsweise Personen, gibt es zum Beispiel Zusammenschlüsse von Menschen oder von Vermögen. Man sagt, das ist so kompliziert, die Hand zu haben. Wir kreieren für diese Gesamtheit eine gesonderte Person, also ein Subjekt, das juristisch handeln kann, aber nicht die einzelnen Menschen ist. Das heißt, dieser Überbau bekommt eine eigene Rechtspersönlichkeit. Und dann spricht man von juristischen Personen. Das ist zum Beispiel eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft. Ja. Das sind juristische Personen, weil die unabhängig von ihren Mitgliedern handeln können. Die brauchen natürlich die Mitglieder als Organe, also die brauchen einen Geschäftsführer zum Beispiel. Aber die sind von dem Bestand der Mitglieder unabhängig. Das heißt, die existieren für sich. Da hat das Gesetz gesagt, okay, wir haben juristische Personen, die müssen diese und diese Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, die müssen in irgendeinem Verzeichnis festgesetzt werden, damit man ihre Identität eben bestimmen kann. Die müssen ein bestimmtes Vermögen aufbringen, damit die Menschen sich darauf verlassen können, wenn was passiert, dass da eine Vermögensmasse da ist, die haftet. Bei manchen ist es mehr, bei einer GmbH, bei einer UG ist es
durchaus nur ein Euro, deswegen vertraut man mehr. Und das ist die juristische Person dann. Das heißt, eine Gesamtheit. Also die juristische Person, die ist ja sozusagen toll, als kann man sagen, okay, du hast da einen Ansprechpartner. Das musst du sagen, kein einzelner Mensch sein, sondern man verhandelt quasi mit der Firma. Aber was für uns jetzt in diesem Fall ein Software-System, mit dem ich agiere, sozusagen macht Dinge, von denen ich mich aber sozusagen fernhalten und nicht gemein machen möchte, heißt das ja sozusagen, müsste es ja im übertragenen Sinne bedeuten, die juristische Person lässt sich komplett loslösen von den Leuten, die dahinter stehen. Also als Gesellschaft einer GmbH möchte ich natürlich eine Stelle haben, wo ich nichts mehr mit den 1000 Schweinehälften zu tun haben will, sondern sagen, also das ist ein Problem der GmbH, das ist schade, dass es passiert ist, aber ich habe nichts zu tun. Genau. Genau. Okay. Das heißt, das ist das Prinzip. Und das will man auch auf ein autonomes System übertragen. Als aber ist man wirklich komplett losgelöst? Nicht immer. Also man kann auch bei einer GmbH, wenn ich als Geschäftsführer konkrete Anweisungen erteile, zum Beispiel sage ich einem Mitarbeiter, hör mal, der da hinten, der ist noch mit 100 Euro säumig, nimm mal bitte die Stange und besorge das Geld. Dann kann ich mich schlecht hinter der GmbH verstecken. Dann habe ich gehandelt. Oder bei bestimmten Urheberrechtsverstößen. Oder wenn ich sage, schicke jedem Spam-E-Mails zu, dann verdienen wir viel Geld, aber ich möchte nicht dafür haften. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn du als Geschäftsführer einer GmbH selbst deliktisch tätig wirst, dann kannst du trotzdem daneben noch haften. Aber das ist ja sagen, da bin ich ja als konkreter Einzeltäter unterwegs. Das Wesen der GmbH ist ja eigentlich... Du versteckst dich dahinter. Die ist von dir unabhängig. Nee, das meine ich, sondern das ist ja, also in dem Fall, den du gerade skizziert hast, dann bist du halt alleine und machst etwas, das ist sozusagen schlecht und juristisch angreifbar. Und deswegen bist du dann auch angreifbar. Aber das Wesen gerade von größeren Firmen ist ja, das ist ja nie einer, das sind dann immer sozusagen mehrere. Ja, genau. Das ist eben das Grundprinzip, dass keiner die volle Verantwortung trägt, sondern immer sagen kann, aber dafür war ich nicht verantwortlich oder das hätte ich ja nicht wissen können, weil das ist ein Einzelwissen von einzelnen Personen. Gibt es dann sozusagen so eine Gemeinschaftsschuld, dass man sagt, okay, dann ist aber der ganze Aufsichtsrat und dann halt jeder, keine Ahnung, 10% Schuld? Ja, jetzt stell dir vor die Situation, die ich eben dargestellt habe. Jetzt sage nicht nur ich hole die Stange, sondern ich stehe mit meinen 10 Kollegen und alle 10 sagen, nimm die Stange. Ja, der Aufsichtsrat hat beschlossen, du sollst jetzt die Stange so. Ja, und was passiert dann? Naja, dann haften ja alle mit. Dann sind ja quasi alle... Okay. Alle mitverantwortlich. Ist das dann so eine Art, was ist ein grober Vorsatz? Oder sozusagen, also wenn diese Trennung, also du hast ja gesagt, es gibt eine Trennung, dass die GmbH sozusagen zuständig ist und die Menschen dahinter raus, aber es gibt halt Punkte, wo das dann doch wieder... Ja, tritt die individuelle Haftung des Handelnden ein. Und die sozusagen, wenn er vorsätzlich tätig ist oder vorsätzlich böswillig oder... Kann auch fahrlässig durchaus sein. Okay. Das heißt, es schlägt letztendlich dieser Schutz dieser GmbH, die für sich handelt, wird durchlässig und ich werde mitverantwortlich als derjenige, der dahinter steht. Das ist möglich. Ließe sich dieses sozusagen System, dieser Ansatz übertragen? Dieser Ansatz ließe sich durchaus auch auf autonome Systeme übertragen, ja. Das heißt sozusagen, man würde für ein autonomes System so eine Art finanzielle Einlage, also du möchtest ein autonomes System betreiben, dann musst du, 50.000 Euro hinterlegen und dann sozusagen bist du aus der Haftung raus. Kann man sich vorstellen, man bräuchte natürlich eine Feststellung, also eine Vermögensmasse auf jeden Fall, okay, und dann müsste man eine Identität haben, weil um zu bestimmen, wer jetzt haftet, muss man überhaupt die Person bestimmen können. Bei einer GmbH meldet man ja eine GmbH an mit ihrer Vermögensmasse, da steht der Name im Register, man weiß, wo die GmbH sitzt. Okay, die kann auch ein verflochtenes Geschäft haben, aber es ist alles einigermaßen nachvollziehbar. Man kann anhand der Bücher bestimmen, wer dahinter steckt, wer zuständig ist. Und jetzt denken wir an ein autonomes System. Und wenn wir an autonome Systeme denken, dann ist es so, dass wir versuchen als Menschen das, was wir kennen, auf die autonomen Systeme zu übertragen. Das heißt, wir stellen uns vor, das ist ein autonomes System, ist ein bisschen wie eine GmbH, so eingegrenzt. Manche sehen das sogar noch enger und vermenschlichen das. Also viele denken bei autonomen Systemen zum Beispiel irgendwie so Roboterwesen, die man ganz genau bestimmen kann. Problem ist dabei, dass autonome Systeme immer verzweigter sind. Das heißt, wenn man sich die Software heutzutage anguckt, dann ist sie selten abgetrennt. Also wie damals, man kennt das ja noch vielleicht manche aus den 80er, 90er Jahren, sowas wie Max Headroom oder in Computerspielen Sheldon in System Shock war das, glaube ich. Also so Computergehirne oder Portal, falls jemand gespielt hat, GLaDOS. Das sind also abgegrenzte Systeme, die menschenähnlich agieren. Und bei tatsächlichen autonomen Systemen, und ich glaube, das wird sich auch in der Zukunft so entwickeln, haben wir natürlich eine Hauptsoftware, die kann aber auf bestimmte Bibliotheken zugreifen, die kann bestimmte andere Software-Systeme einbinden, sie kann die Daten von hier und von da beziehen. Das heißt, die Bestimmung
was ist hier eigentlich diese E-Person? Stelle ich mir durchaus sehr, sehr schwer vor in der Zukunft. Also wenn man noch weiterdenkt, gibt es ja Ideen, dass wir nicht autonome Systeme, sondern ein großes Supersystem haben werden, also quasi wie bei den Borg aus Star Trek. Und innerhalb dieser Systeme haben wir vielleicht einzelne Subsysteme. Und was ist dann die Haftungseinheit? Ist es das Subsystem oder ist es das Hauptsystem? Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wir bestimmen ein autonomes System als eine eigene Haftungseinheit. Dann könnte man sagen, dann lass uns dieses ganze Geld dafür nehmen und alles in einen Fördertopf schmeißen für Opfer autonomer Systeme, die aber, man aus dem Fall also, bedienen kann. Aber mit der Argumentation könnte man die Sendung jetzt aufhören. Also man sagt sozusagen, okay, das autonome System ist so komplex, dass man doch nicht feststellen kann, wo das anfängt und aufhört. Man könnte es eigentlich nicht sagen. Nee, oder gerade da beginnen. Wir können uns ja die Frage stellen, brauchen wir überhaupt die E-Person? Oder in welchem Umfang also da, brauchen da wir möchte sie? Ich ja sagen, also im Prinzip, vielleicht können wir alles, was wir an Problemen haben, mit unseren Handmitteln lösen, die wir schon haben. Also da, genau, da möchte ich sagen, aber mal ganz zurückgehen. Okay. Und sagen, also wir brauchen bestimmt irgendeine Art von Konstrukt, sozusagen, dass wir das zumindest juristisch personifizieren können oder festlegen können als autonomes System. Müssen wir? Altes Rom. Ja. Ja. Da gab es ja dieses System, was du ausgegraben hast. Ach, die Sklavenhaltung. Ja, Sklaven, ja, das ist natürlich, man kommt ja auf den Gedanken, wenn man an autonome Systeme denkt, an Softwareagenten, die einem dienen. Das gab es ja im alten Rom, man hatte auch die Sklaven. Das heißt, die meisten täglichen Geschäfte wurden durch Sklaven vollzogen. Das heißt, man gab ihnen zwar keine eigene Rechtspersönlichkeit, aber sie durften zumindest handeln und das, was sie getan haben, wurde den Geschäftsherrn zugerechnet. Also auch 1000 Schweinehälften kaufen. Nur, der Unterschied ist, die Sklaven bestanden meistens aus Fleisch und Blut. Das heißt, die waren schon ziemlich eingrenzbar. Und man konnte auch mit der Haftung hatte man es einfacher. Das heißt, nicht nur beim Einkaufen, sondern zum Beispiel bei Schäden. Wenn ein Sklave, sagen wir mal, dich mit einem Karren überfahren hat, dann konnte ich sagen, oh, liebe Familie, eure Mutter ist jetzt tot, aber ich gebe euch dafür jetzt meinen Sklaven. Das heißt, man konnte die ganzen Rachegelüste am Sklaven ausleben, man konnte den Sklaven schuften lassen anstatt der Mutter. Das heißt, das Ganze hatte so einen gewissen Sinn. Also werdet jetzt mal nicht ethisch werden. Wichtiger Punkt an dieser Stelle sozusagen, die Rechtsbelehrung ist kein moralisch-ethischer Podcast, sondern ein rein juristischer. Wir besprechen Konzepte, nicht Moral. Genau. Das heißt, dieses Prinzip hat schon Hand und Fuß, wie man von der Moral absieht, aber das kann man schlicht auch autonome Systeme übertragen. Nee, aber halt. Weil die, also wenn man sich das vorstellt, ist ja sozusagen, also ich, das Problem, was ich daran finde, warum ich es gerade unrealistisch und unübertragbar finde, ist, dass wenn wir momentan mit so semi-autonomen Systemen umgehen, dann sind das meistens gar nicht sozusagen, wie, also beim Tesla kann man sagen, oder beim Auto kann man immer sagen, okay, das ist das konkrete Ding, in dieser konkreten Hardware sogar, dann kann man das vielleicht als Bündel sagen, okay, wenn ich mein Auto überfahren habe, kriegst du mein Auto. So kannst du dich dann dran auslassen oder damit fahren, wie du willst. Da wird sich die Familie freuen. Oh, unsere Mutter ist tot, aber wir haben dieses brandneue Auto. Super. Aber, völlig übertragbar. Aber normalerweise ist es ja so, dass wir quasi tatsächlich mit Systemen arbeiten, die gar nicht in unserem Besitz sind. Also es gibt ja diese Chatbots sozusagen, die jetzt gerade auftauchen. Ja. Und das ist dann schwer übertragbar. Aber andererseits, wenn ich mir das vorstelle, ich habe sozusagen eine KI oder ein autonomes System, das komplex genug ist, um nicht triviale Entscheidungen für mich zu treffen. Das ist ja schon eine Art und Weise von Dienstleistung, die man vielleicht in Rechenkraft sozusagen umrechnen kann. Die man da auch irgendwie zur Verfügung stehen hat. Also quasi das gesamte System muss ja irgendwie betrieben werden. Und dann kann man das ja sozusagen, also die Serviceleistung, die erbracht wird, ist ja tatsächlich sowas wie Arbeitskraft. Und dann könnte man das System vielleicht doch übertragen und sagen, okay, es gibt halt hier dieses autonome System und das hat jetzt Schaden das hat jetzt sozusagen Schaden angerichtet. Deswegen steht dir jetzt diese Rechenkraft, die dahinter steckt, oder halt auch den Algorithmus, der vielleicht irgendwie geschützt ist und auf den man gar keinen Zugriff hat, steht dir jetzt zur Verfügung. Wäre ja vielleicht doch eine Idee. Das sind Kriterien, anhand derer man bestimmen kann, wer jetzt letztendlich haftet. Da müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen. Also du möchtest jetzt nicht sagen, wenn die Frau überfahren ist, dass man sagt, dafür bekommst du aber so viel Rechenkraft. Aber quasi, das autonome System hat bei mir 1000 Schweinehälften bestellt und du hast mir die nicht abgenommen, also bekomme ich sozusagen dein autonomes System zu meiner Verfügung und das lässt sich ja vielleicht umrechnen in so eine Art Rechenkraft. Dann habe ich halt vielleicht irgendwann, wenn genug Leute mich oder ihre autonomen Systeme übers Ohr gehauen haben, habe ich halt irgendwann 1000 Butler, die ich zusammenschalten kann, zu einem Super-Butler. Aber warum so kompliziert denken?
Entschuldigung, das habe ich erst angefangen, seit ich die Rechtsbelehrung mache. Entschuldigung, das kann passieren. Ich würde sagen, es gibt eine einfache Lösung. Wir können es einfach, ja, einfache Lösung. Einfach so, wie wir bis jetzt mit unseren Bordmitteln es handhaben, das Vertragsgeschäft. Das heißt, man kann sich einfach überlegen, wie würden wir das jetzt lösen mit unseren Gesetzen, die wir schon haben. Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche Sklavenassoziationen haben. Ja, wir handeln ja nicht immer selbst. Das heißt, dass wir heutzutage über das Internet Geschäfte schließen, ist gang und gäbe. Mhm. Wenn ich ein Kind habe und ich sage meinem Kind, hör mal, geh mal irgendwas einkaufen und bringe mir von der Frau X eben eine Weinflasche, für ein Kind ist es vielleicht falsch, oder bring mir einen Liter Milch, die für 1,29. Ja. Dann handle ich auch nicht selbst. Dann habe ich auch, sagen wir mal, jemanden losgeschickt, der selbst nicht am Geschäftsleben teilnimmt. Und diese Person überträgt meine Nachricht und dann wird ein Vertrag vollzogen oder kein Vertrag vollzogen. Ich habe keine Ahnung. Es wird ein Vertrag vollzogen. Zwischen weil wem? Es gibt die Figur der Botenschaft. Das heißt, ein Bote muss überhaupt gar nicht geschäftsfähig sein. Also Geschäftsfähigkeit bedeutet Rechtsfähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten, also überhaupt an Recht teilnehmen zu können. Die geschäftsfähige Person ist jemand, der, sagen wir mal einfach, Verträge abschließen kann. Das können Menschen erst ab dem 7. Lebensjahr. Und zwischen 7. und dem 18. sind die Verträge schwebend unwirksam. Das heißt, die Eltern können immer noch sagen, stimmen wir zu oder stimmen wir nicht zu, es sei denn, man kauft irgendetwas mit dem Taschengeld. Machen wir es nicht komplizierter, aber es gibt diese beschränkte Geschäftsfähigkeit. So, und diese Geschäftsfähigkeit ist völlig irrelevant für Boten, weil ein Bote transportiert nur meine Nachricht weiter. Das heißt, ich habe das Geschäft, diese Willenserklärung habe ich ja schon gesagt, ich habe sie mir ausgedacht und ich habe sie zum Ausdruck gebracht und sie wird nur rüber transportiert. Hast du nicht. Doch. Weil ganz am Anfang haben wir den Unterschied zwischen automatischen und autonomen System. Genau, jetzt wird es relevant. Und dann hast du ja gesagt sozusagen, okay, das automatische System, das ist sozusagen das Ding mit der einen, also ich gebe rein, kaufe mir die Milch für 1,29 bei Frau X und dann geht der Bote hin und sagt das, richtet das aus und dann sozusagen passiert. Ja, genau, und das macht das Kind jetzt. Aber wir reden ja aber über autonome Systeme, wo genau das nicht passiert. Das ist ja wunderbar beobachtet. Das ist der Fall. deswegen ist die Botenschaft auf autonome Systeme nicht anwendbar. Die funktioniert nur bei automatischen Systemen. Das heißt, automatisches System, ich kaufe die Weinflasche bei der Frau nebenan per E-Mail. Yeah. Das ist ein automatisches System. Mhm. Ich gebe meine Willenserklärung hinein. Sie kommt haargenauso bei ihr an. Mhm. Das ist sozusagen Willenserklärung über eine Distanz, aber wir beiden kommunizieren quasi Auge in Anführungszeichen. Ja. Nicht für autonome, für automatische Systeme relevant. Und jetzt wird es natürlich, um zu bestimmen, ob es ein Bote war oder nicht, relevant, inwieweit das System autonom war. Weil wenn die Autonomie sich letztendlich nur darauf beschränkte, hinzugehen und die Bestellung abzugeben, dann war das System automatisch, aber nicht autonom. Ja. Wenn ich aber gesagt habe, hör mal, liebes Kind, der Papa ist durstig, besorg mal was Leckeres zu trinken. So, und jetzt geht das Kind dort rüber, sucht eine schöne wenn es den Papa kennt. Servicehinweis, übergeben Sie Ihre Kinder nicht an Dr. Thomas Schwenke. Ich habe wenig Erfahrung, aber ich verstehe die Kinder, wir sind auf gleicher geistigen Ebene. Jedenfalls sage ich, geh mal irgendwas einkaufen und das Kind geht rüber und sucht irgendwie eine Flasche aus, also sucht, ob es überhaupt Milch oder Wein ist, guckt auf den Preis oder entscheidet sich, wo es überhaupt hingeht, dann überträgt es nicht mehr meine Willenserklärung. Das heißt, ich weiß nicht, mit wem ich ein Geschäft schließe, worüber ich ein Geschäft schließe und wie teuer das Ganze ist. Und das sind wesentliche Bestandteile eines Vertragsschlusses, einer Willenserklärung. Ich muss wissen, mit wem, was, für wie viel ich kaufe. Ja, aber das führt doch sozusagen direkt zur Unbenutzbarkeit von autonomen Systemen. Da würde doch niemals mehr sozusagen jemand damit arbeiten wollen. Was dann passieren würde, ist, ich sage meinem autonomen Kühlschrank, Kühlschrank, Alter, pass auf, ich will, dass immer was zu trinken da ist. Der Kühlschrank so, ey, Händler, pass auf, mein Kühlschrankbesitzer möchte gerne irgendwie zweimal Traubensaft und einmal Wein. Und dann der Händler schreibt sozusagen so zurück, Entschuldigung, Ihr autonomes System hat bei mir bestellt, könnten Sie bitte juristisch nachvollziehbar Ihre Willenserklärung unterzeichnen? Mhm. Aber das würde doch keiner mehr benutzen wollen. Es gibt ja nicht nur die Botenschaft, es gibt ja auch die Vertretung. Aha. Das ist der andere Fall. Das heißt, wenn ich nicht selbst die Willenserklärung bilde, sondern jemanden damit beauftrage, es für mich zu tun, dann haben wir einen Fall der Vertretung. Das heißt, ich bevollmächtige jemanden, für mich
zu handeln, in meinem Namen zu sprechen. Tagtäglich, das passiert ständig. Mitarbeiter eines Unternehmens sind alles letztendlich in bestimmten Bereichen Vertreter, die für das Unternehmen handeln. Besonders wenn sie nach außen gehen, irgendwelche Einkäufe tätigen, Verträge schließen. Wenn ich dich jetzt irgendwie losschicke, für mich irgendwas Leckeres zum Trinken zu holen, dann wirst du auch zu meinem Vertreter. Ich bevollmächtige dich, für mich Willenserklärungen abzugeben und Geschäfte zu schließen. Und dieser Vertrag, den du für mich geschlossen hast, der wirkt für mich. Und jetzt ist die Frage, ob dieses autonome System auch ein Vertreter ist. Naja, nee, weil du ja gerade schon erläutert hast, dass das sozusagen keine eigenständige rechtliche Entität ist. Genau, es kann zumindest keine Willenserklärung abgeben, weil es eben keine rechtliche Entität ist. Es ist nicht rechtsfähig und es ist nicht geschäftsfähig. Du brauchst zumindest beschränkte Geschäftsfähigkeit, damit ein Vertreter wirksame Willenserklärung abgibt. Und ein autonomes System kann keine Willenserklärung bilden. Das heißt, das autonome System kann selbst keinen Vertrag schließen. Das heißt, es kann nur auf mich ankommen. Ja, aber dann komme ich zu dem Punkt zurück, wo ich sage, dann sind die Dinge eigentlich überflüssig. Also juristisch nicht sinnvoll einzusetzen. So, das heißt, die Vertretung haut jetzt nicht ganz so hin. Ja. Und wenn ein Gesetz nicht eindeutig anwendbar ist, man sich aber denkt, irgendwie ist es nah dran, dann denken wir Juristen an die Analogie. Eine Analogie kommt zum Zuge, wenn wir eine planwidrige Regelungslücke mit einem bitte was? Vergleichbaren Lebenssachverhalt haben. Könntest du bitte nochmal genauer erläutern, eine planwidrige Regelungslücke? Ich habe es jetzt einfach erklärt. Ich kann es noch etwas... Okay. Bedeutet letztendlich, unser Gesetz, auf dessen Grundlage wir jetzt sprechen und handeln, ist aus dem Jahr 1900 und geht noch auf Code Napoleon zurück, noch auf die Römer zurück. Das heißt, die Frage wäre, als man dieses Institut der Vertretung ins Gesetz implementiert hat, wenn die Gesetzgeber damals schon gewusst hätten, dass es autonome Systeme geben wird, wie hätten sie das Gesetz in diesem Fall gefasst oder hätten sie da auch hineingeschrieben, dass die Regeln der Vertretung auch für autonome Systeme gelten? Warte mal, hast du allen Ernstes gesagt, es gibt doch eine ganz einfache Lösung. Wir können doch einfach das Gesetz anwenden, das uns schon zur Verfügung steht. Und jetzt erklärst du mir, dass quasi das Gesetz also eigentlich nichts so genaues drüber sagt, aber wir könnten ja aufgrund einer planungswidrigen Regelungslücke eine Analogie schließen. Du merkst, du hast ja alles gemerkt, also kann es nicht so schwer sein. Es ist ein einfacher Weg. Das heißt, das heißt sozusagen, wir machen uns heute Gedanken darüber, wie es die Urväter gemeint haben könnten. Ja. Und wie? Wir versuchen nämlich an dem, was wir haben, erstmal festzuhalten. Und wie? Das heißt, man überlegt sich, ob die Interessenslage vergleichbar ist. Das heißt, worum geht es bei der Vertretung? Es geht um eine Vertrauenshaftung. Das heißt, du vertraust, dass dieses autonome System, das da ankommt, Rechtsgeschäfte abschließen kann. Mhm. Aufgrund dieses Vertrauens lieferst du Schweinehälften, die dann unterwegs verderben, wenn sie zu dir fahren würden. Das heißt, du hast Ausgaben, du hast auch ein Vertrauen in dieses Geschäft. Ich dagegen habe ein autonomes System. Und wenn ich jetzt einfach sagen könnte, das autonome System war es, dann wäre ich aus der Affäre raus. Das heißt, naja, aber mache ich doch, weil sozusagen ich habe ein genauso großes Vertrauensverhältnis zu meinem autonomen System und sage, das würde nur Sachen bestellen, die ich wirklich annehmen kann. Aber jetzt stell dir vor, das hat keine Schweinehälften angeschleppt, sondern es hat, sagen wir mal, irgendwie teure Weine angeschleppt und es stellt sich heraus, die Weine sind 10-mal so viel wert, als jeder dachte. Dann würde ich natürlich sagen, ja, der hat für mich gehandelt, das habe ich genau so gewollt. Das heißt, du könntest dir die Rosinen aus den Verträgen rauspicken, je nachdem, ob dir gefällt, was das autonome System gemacht hat oder nicht. Mhm. Welche Lösungen haben wir? Wir könnten entweder bestimmen, autonome Systeme darf man überhaupt nicht einsetzen. Das wird in unserer Welt letztendlich nicht funktionieren. Weil die müssen ja irgendwie handeln. Die bekommen auch immer mehr an Bedeutung. Menschen sind faul. Die Dinger helfen uns mit der Bequemlichkeit. Und wir wollen Geld verdienen. Naja, man würde wahrscheinlich nicht sagen, man darf sie nicht einsetzen. Man würde sagen, der Besitzer haftet. Genau. So. Aber das ist nicht das, wo wir hinwollen. Dann müssen wir nicht hier sitzen und reden. Wir möchten gucken, wie kann man es trotzdem lösen. Ja, wie denn jetzt? Ach Gott. Eben mit dieser Analogie, dass man sagt, Analogie beziehungsweise mit dieser Vertrauenshaftung, die dahinter steckt. Das heißt, hinter diesen Gesetzen steht eben die Vertrauenshaftung. Inwieweit ist die schützenswert? Das heißt, man guckt, wer hat eigentlich die Vorteile aus dem Einsatz des autonomen Systems? Die habe ich.
Ich habe einen Plus. Ich bin der Herr des autonomen Systems. Okay. Ich bin der Nutzer. Ich bin der Inhaber des Kühlschranks, der da handelt. Okay. Ja. Das heißt, ich habe Vorteile. Ich habe einen Zuwachs an Privatautonomie. Ich kann in dieser Zeit statt einkaufen zu gehen, Fernsehen oder Geld verdienen. Das heißt, ich habe die Vorteile. Ja. Ich kann auch auf das System Einfluss nehmen. Das heißt, ich entscheide überhaupt, ob es losgeht oder nicht. Nee. Ich habe doch gesagt, fülle mir bitte den Kühlschrank. Also ich möchte an dieser Stelle eine Frage anbringen, die kommt aus einer ganz anderen Richtung sozusagen, über die wir gesprochen haben. Und das ist sozusagen Abschluss von Verträgen im Internet. Ja. Da gibt es ja immer die Regelung sozusagen, wenn da Dinge drinstehen im Kleingedruckten, die für mich überraschend sind, dann ist meistens der ganze Vertrag sozusagen nichtig. Und jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt dieses autonome System und du profitierst ja davon. Ja. Aber ich profitiere ja nur davon, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass es in einer bestimmten Art und Weise funktioniert. Ja. Und quasi, dass ein autonomes System 1000 Schweinehälften in mein Einfamilienhaus bestellt, das ist halt totaler Quatsch. Ich muss mich darauf verlassen, dass das autonome System gar nicht macht, sonst will ich ja gar nicht einsetzen. Jetzt müssen wir zu der Verteilung dieser Haftung kommen. Das heißt, ich schicke das Verteilung der Haftung, nicht der Schweinehälften. Das heißt, ich schicke das System los. Ich hätte es auch tun lassen können. Ja. Ich hätte auch das System entsprechend einstellen können. Ja. Ich könnte auch ein System nutzen, das erstmal offenlegt, wofür es überhaupt berechtigt ist, zum Beispiel meinen Kühlschrank zu füllen. Ja. Das sind alles Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Das heißt, ich kann mit offenen Karten spielen. Ich kann vorbeugen, dass das System 1000 Schweinehälften kauft, indem ich einfach sage, ich schicke nur ein System los, das am Anfang eines jeden Geschäfts sagt, ich darf nur für 100 Euro tätig werden. Okay. Das heißt, es liegt in meiner Hand, wie hoch ist die Gefahr, dass das System Fehler begeht, weil ich Einfluss auf das System habe. Und jetzt kann man sich natürlich mit dieser Vertrauenshaftung einfach so überlegen, wenn ich so ein System losschicke, die Vorteile habe, das System aus meiner Risikosphäre heraus handelt, dann muss ich mir zurechnen lassen, was das System letztendlich erklärt. Ja, aber außer ich habe nach außen hin zu erkennen gegeben, dass das System in bestimmten Umfeld in bestimmten Umfang eingeschränkt ist. Das heißt, stell dir vor, zu dir kommt ein System, ein autonomes System und sagt, hallo, ich bin der Kühlschrank vom Herrn Schwenke. Ich bin hier da, um Lebensmittel einkaufen zu können. Mein Budget liegt bei 100 Euro. Wenn du mir dann 1000 Schweinehälften, also meinem armen System 1000 Schweinehälften aufschwatzt und überzeugst, 1000 Schweinehälften zu kaufen, dann hafte ich nicht dafür, weil ich habe nicht diesen Anschein erweckt, dass das System mit dir über 1000 Schweinehälften verhandeln kann. Das heißt, es geht um die Frage des Anscheins. Ja, aber das ist ja alles gut und schön, aber dann liegt die Verantwortung ja letztlich doch wieder beim Besitzer. Na, die liegt erstmal beim Besitzer, ja. Das ist letztendlich die Regelung, die wir dann treffen. Warum solltest du dafür haften, dass ich mein System nicht hinreichend instruiert habe. Aber nach allem, was ich über die Juristerei weiß, schließt das für mich den Einsatz von autonomen Systemen aus, weil ich habe ein autonomes System und sozusagen der Gesetzgeber hat gesagt, also alles klar, autonomes System, du musst sozusagen als Besitzer dafür sorgen, dass es auf eine Art und Weise funktioniert, die keinen größeren Schaden verursacht. Ja. Was ich schon gesehen habe im Rechtssystem, würde bedeuten, sozusagen, ich muss ja dann quasi programmieren. Ich muss ja quasi Grenzen setzen, die sozusagen größeren Schaden werden. Und ich würde für mich nie in Anspruch nehmen, ich kann die Komplexität des Systems so überblicken, dass ich jedweden Schaden sozusagen von vornherein ausschließen kann. Also ich traue mir nicht zu, Regeln zu entwerfen, die verhindern, dass ein größerer Schaden entsteht. Und das wiederum bedeutet, weil letztlich bleibt es an mir hängen, weil das ist jetzt gerade sozusagen das Konzept, ne, was auf dem Tisch liegt, nämlich letztlich muss der Besitzer dafür sorgen, dass es, würde ich sagen, so, nee, das geht nicht. Dann kann ich nur davon abraten, keine autonomen Systeme benutzen, weil wenn es im Zweifel ausreißt und dir doch 1000 Schweinehälften bestellt, egal wie gut du die Regeln gesetzt hast, dann bist du halt schuld. Naja, also mit dieser Argumentation könntest du auch dich in die Ecke setzen und gar nichts machen, weil alles ist gefährlich. Gehst du im Winter Treppen hoch? Auch wenn sie vereist sind. Ich versuche das zu vermeiden. Nein, also du hast schon recht. Also das Haftungssystem ist letztendlich dazu da, also auch Vertrauenshaftungssystem, um sozusagen den menschlichen Fortschritt und das gesellschaftliche Leben zu ermöglichen und gleichzeitig eine perfekte Balance zu den Risiken zu finden. Und dann guckt man, bei wem man die Verantwortung, diese Balance zu finden, ablehnt. Und in diesem Fall heißt es tatsächlich, nutze keine unsicheren autonomen Systeme, weil du für sie haften musst. Aber woher weiß ich denn, dass ein autonomes System sicher ist? Gibt es denn ein Prüfsiegel? Aha, was passiert, wenn du die 1000 Schweinehälften kaufen musst, beziehungsweise gekauft hast, sie bezahlen musst? An wen wirst du dich dann wenden?
an den Hersteller? Richtig, du wirst zu einem Hersteller gehen und sagen, wir haben hier ein mangelhaftes System. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Mangel. Aufgrund dieses Mangels ist mir ein Schaden entstanden. Bitte ersetze mir diesen aber, Schaden. Aber Moment mal, das heißt, man verlagert diese Haftung weiter. Aber das heißt wiederum sozusagen, dass ich mich dann im Rechtsstreit mit einem Hersteller befinde. Ja. Das ist ja schon immer gut ausgegangen für Privatpersonen. Ja, ja, das ist was dran an dem Argument. Aber es gibt ja sowas wie Wettbewerbszentralen, Verbraucherschützer und vielleicht gibt es ja auch, das ist jetzt der Punkt, man kann vielleicht einzelne Regeln im Gesetz aufnehmen, die diese Problematik besonders behandeln, weil wir müssen noch kurz einen Punkt weiterdenken. Ja. Wir haben jetzt diesen Vertrag geschlossen. Wenn ich einen Vertrag schließe und bei diesem Vertrag etwas anders bei dir angekommen ist, als ich es sagen wollte, ja, dann haben wir ein Irrtum. Dann kann ich diesen Vertrag durchaus anfechten und dann wird er rückgängig gemacht. Wenn ich mich zum Beispiel vertippt habe oder ich habe mich versprochen oder ich wollte eigentlich Wein kaufen, tatsächlich habe ich auf Milch geklickt. Mhm. Und bei diesen, das sind halt Irrtümer, die ich geltend machen kann. Nur, das funktioniert jetzt nicht bei autonomen Systemen. Weil, was ist ein Irrtum? Irrtum ist Auseinanderfallen dessen, was ich zum Ausdruck bringe, von dem, was ich sagen oder zum Ausdruck bringen wollte. Mhm. Beim autonomen System will ich ja gar nicht zum Ausdruck bringen bei der konkreten Erklärung, weil das autonome System erklärt. Ich habe damit ja letztendlich nichts zu tun. Ja. Das ist so ungefähr, als ob ich mit dir rede, ich möchte diesen Stuhl kaufen. Im Hinterkopf habe ich aber, nee, das ist jetzt nur ein Scherz. Also eine quasi eine Scherzerklärung, die nicht nach außen hin sichtbar ist. Und eine Scherzerklärung, die nicht nach außen hin sichtbar ist, die muss ich mir zurechnen lassen. Ja. Und so ähnlich ist es wie mit diesem autonomen System. Nur weil ich etwas im Kopf zu Hause habe, kann es nur eine Relevanz beim Vertragsschluss haben, wenn du davon Kenntnis nimmst. Das heißt, die Anfechtung hilft auch nicht. Das heißt, wir kommen jetzt zum Ergebnis. Derjenige, der autonome Systeme beauftragt, Verträge zu schließen, haftet für die Verträge, die dann geschlossen werden, wenn er nicht irgendwelche Grenzen des Vertragsschlusses angezeigt hat. Und dann muss er sich darum kümmern, dass er irgendwie Backup hat. Entweder zum Hersteller gehen oder vielleicht wird es sowas wie eine, sagen wir mal, Versicherungsmöglichkeit für autonome Systeme geben. Das kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Wollte ich gerade noch, es gibt ja das, wie heißt das, Luxustiergesetz? Ja, aber du meinst, wenn du ein Pferd losschickst und das soll für dich Milch kaufen? Nee, ich denke, also, weil wir ja sozusagen oft mit Analogien arbeiten. Es gibt, also es gibt die Vogelspinne beißt dir das Bein ab. Ah, dann, wir sind jetzt plötzlich im Haftungsbereich. Wieso ist das anders? Wir sind jetzt im Deliktischen. Was ist da der Unterschied? Wir sprechen gerade über Verträge. Ja. Zwei Entitäten treffen sich und schließen einen Vertrag. Ja. Delikthaftung kann damit verbunden sein. Der aber Vertrag ist ja immer quasi, deine Vogelspinne beißt mir kein Bein ab. Nee, nicht komplizierter machen. Also Delikthaftung wäre jetzt zum Beispiel, ich sage, liebes Auto, fahr mal rüber, hol mir ein bisschen Milch und das Auto überfährt einen Menschen. Mit dem Menschen habe ich keinen Vertrag. Okay, aber ich ziehe die Frage zurück. Also wenn das noch was anderes, dann müssen wir später drüber reden. Ich dachte, das hat damit zu tun, weil es geht ja sozusagen um Haftung. Also dass man sagt, okay, du betreibst, also du machst da etwas, das ist inhärent gefährlich. Ja. Du hast halt so ein autonomes System, wo, wie ich versucht habe darzulegen, du niemals sicher sein kannst, dass das nicht plötzlich 1000 Schweinehälften bestellt. Deswegen empfehlen wir dir, wenn du so ein Ding beschreibst, dann schließ doch bitte eine autonome Systeme Schweinekaufversicherung ab und dann sozusagen ist Schaden abgedeckt. Zum Beispiel, ja. Aber das bedeutet letztendlich, das Risiko ist bei dir. Du musst dafür sorgen, dass du nur Systeme einsetzt, die sicher sind. Das ist natürlich, wirkt sich bei den Herstellern aus. Die werden wissen, Softwareagenten, wenn wir die anbieten, ich weiß nicht, ob man die kauft wahrscheinlich oder mietet, die sollten so hinreichend sicher sein, dass die Menschen vertrauen können, dass die nicht irgendwelchen Schmuh machen und sie für sie haften können. Das heißt, man gibt quasi die Haftung an die Hersteller, an die Entwickler weiter und es liegt jetzt an Entwicklern, Systeme zu entwickeln, die diese Probleme nicht aufwerfen. Das heißt, das Recht zwingt die Entwickler, Systeme zu entwickeln, die klar nach außen kommunizieren, was sie tun dürfen. Dann liegt die Haftung am Hersteller. Ich dachte sozusagen, man macht umgedreht. Man verkauft sozusagen dem Privatnutzer das autonome System und sagt, okay, wenn du das betreibst, empfehlen wir oder der Gesetzgeber schreibt vor, du musst für, keine Ahnung, 10 Euro im Monat eine AS-Versicherung. Kann haargenau so sein, ja. Aber ist das auch was überlegt wird? Ja. Also Versicherung von autonomen Systemen wird auch überlegt, weil es halt eben eine Gefahrenquelle ist.
Es ist eben eine Gefahrenquelle schon bei Vertragsschlüssen. Und sowas könnte man durchaus abdecken. Ich kann, weil das vorhin auch mit dem Online-Shop anklang, ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch niemals mit einem Thema, für das ihr euch begeistert juristisch. Das nimmt allen Spaß raus. Ich habe keinen, wieso einen Spaß? Ich sage nur, man muss bestimmte Regeln erfüllen. Du kannst auch ja, nicht sagen, ich nehme dir einen Spaß. Das ist so, als ob du sagen würdest, guck mal, ich habe ein dressiertes Äffchen, das lasse ich immer einkaufen. Wie, ich kann mein dressiertes Äffchen nicht einkaufen lassen, weil ich dafür hafte. Das geht doch nicht an. Naja, man darf ja keinen dressierten Affen haben. Was ich bis jetzt gelernt habe, ist, sozusagen, wenn ich ein autonomes System betreibe, dann muss ich A, genug darüber wissen, um sozusagen das Einschränken zu bedienen. Ja. Also ich muss sozusagen so eine Art autonomes System Metaprogrammiersprache lernen. Und ich muss eine Versicherung abschließen, die sozusagen unklar teuer ist. Du musst zumindest ein autonomes System einsetzen, das hinreichend sicher ist und die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler macht, sehr gering ist. Das heißt, statt deines Äffchen solltest du lieber ein Kind zeugen. Also nicht, dass das Häfchen... Ah, egal. Ich habe gerade so ein bisschen Kopfschmerzen. Könnten wir vielleicht dann doch das Thema wechseln? Und Luxustiere, Und du mir sagen noch den Unterschied zwischen dem dem Vertragsabschließen und dem Delikt? Ja, also beim Deliktischen geht es darum, ich verursache einen Schaden oder es entsteht überhaupt ein Schaden. Wer haftet dafür? Aber der Schaden ist ja auch die 1000 Schweinehälften, die verrotten. Ja, das ist eben der Vertrauensschaden, der dabei entsteht. Okay. Was ist der andere Schaden? Der andere Schaden ist zum Beispiel, wie gesagt, mein kleiner Roboter, der mein autonomer Einkaufsagent, das ist ein kleiner, so ein Korb, fährt immer hin und her und holt meine Milch. Und du stehst irgendwie an der Bushaltestelle und der ist zeitlich knapp und fährt dir gegen Schienbein. Ja. Du stürzt, ein Bus kommt und überfährt dich. Das ist ja Hard Life. Du lebst noch. Ja, okay, gut. Dabei wird dein MacBook beschädigt. Oh, also damit wirklich was Schlimmes passiert ist. Aha. Und dann ist die Frage, wer haftet dafür? Strafrechtlich könnte man natürlich jetzt denken, fahrlässige Körperverletzung, also an dieser Stelle würde strafrechtlich relevant werden. Genauso wie es im Zivilrecht geht es weniger darum, dass ich bestraft werde, sondern dass ich dir die Krankenkosten ersetzen muss und dass ich dir dein MacBook ersetzen muss. Ja. Und dann ist die Frage, wer haftet? Also dieses autonome System selbst haftet ja nicht, weil es eben nicht deliktsfähig ist. Es ist ja gar nicht rechtsfähig. Es hat keine Haftungsmaße. Aber überlegt man nicht das sozusagen ein? Könnte man überlegen. Okay, gut. Man könnte überlegen, dass jedes autonome System versichert werden muss. Ähnlich wie es bei Autos ist. Habe ich ja schon vorgeschlagen. Ja, nur die Frage, was versicherst du inwieweit? Ich meine, ein Auto hast du ja eins meistens oder zwei oder vielleicht drei. Ja. Aber wie viele autonome Systeme wird man später im Haushalt haben? Vielleicht kriegst du ein Pauschalangebot? Ja, vielleicht so etwas in der Art. Die versichern bis zu 50 Agenten, die ihr Haushalt betreibt. Für alle möglichen Handlungsweisen. Für alle möglichen Handlungsweisen, das für 1.500 Euro. Das heißt, wir versichern auch die potenzielle Gefahr, dass ihr Kühlschrank auf die Straße rollt oder sowas. Oder dass ihr Kühlschrank sein Gehirn in das Auto... Ich finde es aber tatsächlich nicht unspannend, weil ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es so kommen wird. Und das ist ganz interessant, weil das Konzept von autonomen Systemen ist ja eigentlich, es macht uns das Leben einfacher. Aber wenn durch die sozusagen juristischen Konsequenzen das dazu führt, dass man sowas halt versichern muss und das quasi eher teuer versichern muss, ist dann wiederum sozusagen die Kluft, die Gesellschaft dann sozusagen auseinanderzieht, wird noch breiter, weil sich dann nur die Leute, die eh schon gut betucht sind, autonome Systeme leisten können, die eigentlich geil wären, um den Leuten, die nicht so gut betucht sind, das Leben einfacher zu machen. Wow. Danke. Man könnte auch Fonds denken. Aber das gibt es ja heutzutage schon. Das gibt es doch schon mit Autos. Ja, ich weiß. Auto muss auch versichern, weil das ist jetzt die Frage, also wir waren ja noch nicht fertig mit der Frage der Haftung für den Schaden, den du erlitten hast. Das heißt, ich könnte ja potenziell haften. Das ist die Frage, hafte ich dafür? Haftet der Hersteller? Haftet der Programmierer selbst? Haftet vielleicht derjenige, der die Signale überträgt? Haftet die Gesellschaft? Ich würde vermuten, sagen erstmal der Besitzer und der darf dann weiterreichen. Der darf dann sein Glück versuchen. Das muss man gucken, wie das Ganze konstruiert ist. Also wir haben in der Haftung, wenn es um deliktische Haftung geht, haben wir einmal die normale Verschuldenshaftung. Mhm. Diese Basis, ich hafte für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, aber vor allem geht es um Fahrlässigkeit. Fahrlässigkeit handelt jemand, der den Schaden hätte erkennen und abwenden können, wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt an den Tag gelegt hätte. Fahrlässigkeit, wie oft benutzt du das Wort? Bestimmt häufiger. Also ich benutze es bestimmt vor allen Dingen fahrlässig. Genau. Jetzt wirst du es mit Vorsatz falsch sagen. Und jedenfalls, die Fahrlässigkeit muss ja bestimmt werden und ist aber problematisch, weil die autonomen Systeme, wenn die sich selbst Regeln geben, dann handeln die jetzt nicht unbedingt so, wie es vorhergesehen war. Ja. Das heißt, je nach Grad der Autonomie kommt vielleicht etwas komplett Unvorhersehbares zustande und es wird immer schwieriger, irgendwie
algorithmisch, das aus der Retrospektive zu bestimmen, wer die Fehlerursache gesetzt hat. Das heißt, beim Delikt muss man mir nachweisen, dass ich fahrlässig gehandelt habe im Regelfall. Und jetzt bist du überfahren und kommst jetzt vor Gericht und sagst, lieber Herr Richter, du bist ja der Richter, also sagst, ich bin der Richter, aber lieber Herr Richter, ich möchte von ihm Ersatz meines MacBooks und meiner Knochen haben. Da sagt der Richter, ja, dann müssen Sie ihm nachweisen, dass er fahrlässig gehandelt hat. Ich sage, ich habe mich an alle Regeln der Wissenschaft und der Technik gehalten. Mehr muss ich nicht sagen. Du musst mir jetzt sagen, welche Fehler ich gemacht habe. Das heißt, du musst gegebenenfalls einen Sachverständigen ordern, der wird dann nachverfolgen wollen, wo die Ursache gesetzt worden ist. Und man wird sagen, lieber Herr Schwenke, Sie haben an der Stelle programmiert, dass das Gerät lieber gegen weiche als gegen harte Ziele fahren sollte, weil es Ihnen so wertvoll war. Das heißt, Sie haben hier die Ursache gesetzt, Sie haben hier fahrlässig gehandelt, weil nach der Regel der Kunst autonomer fahrbarer Systeme sind harte Ziele den weichen Zielen vorzuziehen. Das widerspricht der Regel der Kunst. Sie haften. Ja, aber das ist ja sozusagen, da ist schon wieder ein Punkt, wo das System nicht mehr autonom ist, weil ich als Benutzer sozusagen genau diese Fragen klären muss. Naja, bei einem Menschen, wenn ein Mensch einen anderen Menschen umgebracht hat, dann kann man auch sozusagen retrospektiv zurückgehen und gucken, wo die Ursachen gesetzt worden sind. Vielleicht ist er ja durch jemanden anderen beeinflusst worden, angestiftet worden dazu. Das heißt, man kann auch insoweit zurückgehen. Nur das Problem ist, je komplizierter, je verzweigter das System, desto schwieriger wird es. Und noch ein wichtiger Punkt, das widerspricht dem Konzept unserer Privatsphäre. Ich wollte gerade sagen, also weil was ich jetzt sagen würde als Besitzer eines solchen autonomen Systems ist, also damit entschieden werden kann, warum das System genau diese Entscheidung getroffen hat, die es getroffen hat, müsste das sozusagen die komplette Logdatei sozusagen ausgewertet werden. Das wird auch kommen. Und dahinter steckt aber also nicht nur meine Privatsphäre, sondern möglicherweise belaste ich mich ja auch selbst, wenn Einblick in diese Daten genommen wird. Das kann durchaus passieren. Das ist auch perfekt. Das heißt, wir Menschen werden von autonomen Systemen quasi umgeben sein. Das, denke ich, wird kommen. Ja. Diese autonomen Systeme werden erstmal alles aufzeichnen, was sie machen, was sie sehen, was sie tun, damit ich später den Beweis erbringen kann, dass ich nicht schuldig war, oder es wird wie bei Autos ein aufoktroyiert. Und dadurch, dass sie mein Leben umgeben, wird letztendlich mein komplettes Leben aufgezeichnet. Und ich werde es sogar tun wollen, wenn ich weiß, dass ich mich so besser aus der Gefahr wenden kann. Das heißt, ich kann mir vorstellen, was der Gesetzgeber dann machen wird. Er wird sagen, bei autonomen Systemen gehen wir eine Stufe höher. Das heißt, Verschuldenshaftung, aber wir drehen die Beweislast um. Beweislast ist zum Beispiel bei Aufsichtspflichtigen umgedreht. Wenn du ein Kind beaufsichtigst und das Kind verursacht einen Schaden, dann komme ich zu dir und sage, hör mal, du hast deine Aufsichtspflicht verletzt. Und da steht im Gesetz, ist es dieses Elternhaften für ihre Kinder? Ja. Okay. Und du musst mir dann nachweisen, dass du das Kind hinreichend beaufsichtigt hast. Das heißt, du bist in der Nachweispflicht. Und sobald so etwas ins Gesetz gekommen ist für autonome Systeme, bedeutet es, jeder Mensch wird wollen, weil Menschen denken nicht in Privatsphären, das ist sowas Abstraktes, aber Schaden bezahlen müssen liegt sehr nah. Also wird sich jeder eine Blackbox einschalten. Wenn da die Möglichkeit sein wird, wollen Sie aufzeichnen, was das Gerät verursacht? Hinweis, als Hersteller muss man das machen. Dadurch erhöht sich die Gefahr der Haftung, was Sie gegebenenfalls nicht nachweisen können, wenn irgendwelche Fehler entstehen. Wenn die übernehmen übrigens keine Haftung für Schäden, die nicht nachweisbar sind, die nicht aufgezeichnet worden sind. Wollen Sie es wirklich? Nein, dann lasse ich mich beobachten. Das wird zwangsläufig kommen, dass wir von allen Seiten von solchen Systemen, denke ich, beobachtet werden. Und wenn das System, wenn das auch nicht ausreichen sollte, gibt es noch eine höhere Stufe, nämlich Gefährdungshaftung. Die kennt man als Autofahrer. Das heißt, wenn du ein Fahrzeug führst, oder wie unser Gesetzgeber jetzt in der Zukunft das machen möchten, auch wenn das Fahrzeug sich autonom bewegt, aber man hinterm Steuer sitzt, dann haftest du erstmal als Fahrer. Außer du kannst nachweisen, du hast kein Verschulden gehabt. Also hast schon mal Interesse. Wir werden demnächst alle Blackboxen im Auto haben, weil wenn autonome Systeme kommen. Das ist auch im Gesetz so vorgesehen. So, und dann gibt es aber noch den Halter. Das heißt, derjenige, der im Fahrzeugschein steht, der haftet pauschal für alles. Das heißt, wenn ich dein Auto nehme, okay, nicht wenn ich stehle, aber wenn du es mir leist und ich baue damit einen Unfall, dann haftest du unabhängig von deinem Verschulden. Egal, wie viele Schweinehälften du kaufst. Fährst oder überfährst. Ja. Und das steht so auch im Gesetz, aber dafür gibt es eine Versicherungspflicht. Das heißt, jeder muss eine Haftpflicht abschließen, weil ihr pauschal haftet. Aber wir kommen ja wirklich sozusagen an jeder Stelle, also über jedes Konzept, über das wir reden, kommen wir zu einem Punkt zurück. Die wahrscheinliche Lösung sozusagen für den Anwender ist, oder eine einfache ist sozusagen Geld zu investieren und zu sagen, so, ich schließe eine Versicherung ab, die im Zweifel sozusagen das übernimmt. Letztendlich, oder?
Ich denke, das wird im Großen und Ganzen sehr stark darauf hinauslaufen, weil wie soll man ansonsten bestimmen, wer letztendlich haftet? Also das wird tatsächlich sehr problematisch werden. Nehmen wir zum Beispiel autonome Fahrzeuge. Wenn ich nur hinterm Steuer sitze und jederzeit eingreifen kann, okay, aber ich denke, das ist nur eine Übergangsphase. Ja. Wenn die Dinger ähnlich wie Taxen vor der Tür fahren oder ich die mieten kann und einsteige und die fahren von alleine, ich tue nichts, warum soll ich für die haften? Aber ist das auch sozusagen vielleicht eine mögliche Zukunftsvision, dass wir doch nicht die autonomen Systeme quasi als besitzen oder sozusagen steuern oder ja Halter sind, sondern dass das eher, dass man tatsächlich nur die Leistung mietet. Quasi die Haftung verbleibt komplett beim Hersteller. Richtig. Der kümmert sich um alles und man mietet, also man quasi mieten sie die Software für ihren Kühlschrank für 10 € im Monat. Wir haften für alles, was schiefgeht. Das passiert sehr häufig, dass man Haftung kollektiviert. Das heißt, man wird zu einer Solidargemeinschaft. Und vor allem, je verzweigter das System ist, je weniger nachvollziehbar ist, wo die Fehlerursachen gesetzt werden, desto höher steigt das Bedürfnis, den Schaden möglichst zu verteilen. Also in der ersten Stufe kann ich mir vorstellen, wenn es nicht klar ist, wer war jetzt schuld? Also hat der Fahrer fahrlässig gehandelt, war es der Hersteller? Dass man sagt, es gibt erstmal eine Kollektivhaftung, also eine Gesamthaftung des Herstellers, des Nutzers, also alle, die irgendwie in diesem System beteiligt sind. Und das ist der Geschädigte. Das heißt, der Geschädigte muss auf jeden Fall erstmal Geld bekommen. Von wem, ist es egal. Das heißt, du kannst als Geschädigter zu jedem in diesem Bereich gehen und von dem jeden diese Summe ersetzt bekommen. Und innerhalb dieses Kreises, dieser Gesamthaftung, müssen sich die Einzelnen damit auseinandersetzen, wer wie stark haftet. Das heißt, man sagt zum Beispiel, der Hersteller, der verdient irgendwie viel mit dieser Software, das heißt, er haftet höher oder so. Das meine ich jetzt gar nicht sozusagen, also, weil dann verbleibt die Haftung ja wieder bei den verschiedenen, die müssen sich streiten. Ich dachte als Modell sozusagen, der Hersteller oder der Vermieter sozusagen als autonomes System übernimmt einfach komplett die Haftung. Aber das heißt, alle anderen Beteiligten haben nicht so sehr Zugriff auf das, sondern betreiben das autonome System mehr oder weniger. Das wird wahrscheinlich sein. Die werden so wenig wie möglich eingreifen dürfen, dass wir das Interesse sein, damit eben. Aber das heißt auch sozusagen, wenn es ist also absehbar, wenn wir dieses System, wenn wir solche Systeme benutzen, dass es entweder ein sehr tiefer Eingriff in unsere Privatsphäre wird. Ja. Oder dass wir sozusagen Dinge an uns ranlassen, die große Teile unseres Lebens steuern, über die wir keine Kontrolle mehr haben. Also dieses Mietkonzept ist völlig zutreffend. Und das ist, denke ich, dass es auch unsere Zukunft ist. Gut. Das heißt, wir bewegen uns immer mehr in so kybernetische Systeme, also Systeme, die aus so Feedbackschleifen, Abhängigkeiten bestehen. Wir sind immer weiter, unser Leben ist immer weiter durch autonome Systeme bestimmt. Man spricht ja auch von systematischer Digitalisierung oder Verdatung des Lebensraums. Das heißt, wir sind zwar immer noch die Fleischeinheiten, die sich physisch frei bewegen, aber unser Leben ist zunehmend durch diese autonomen Systeme bestimmt. Und wenn der Mensch eben zu Gefahr sein wird bei der Bestimmung der Haftung, dann kapselt man den Menschen nach Möglichkeit ab und beobachtet alles, was passiert, um den Nachweis haben zu können. Das heißt, was für eine schöne neue Welt. Das ist zwangsläufig. Und dann kannst du dann kannst du immer noch zu deinem Luxustier gehen und dann wirst du sehen, das ist auch nicht besser. Luxustier, ich meine wirklich ein Tier. Da können wir aber sozusagen zum Schluss kommen. Wir brauchen momentan noch keine E-Person. Wir brauchen keine E-Person, aber bei der deliktischen Haftung könnte man sie zumindest andenken. Ja, aber nachdem allem, was du erklärt hast, klingt das ja eher unwahrscheinlich. Es gibt ja nicht nur die eine autonome Person. Man kann ja bestimmte Gefährdungsbereiche haben. Zum Beispiel der Kühlschrank sollte anders behandelt werden als das Auto auf der Straße. Weil die Gefahr vom Kauf von 1000 Schweinehälften, die ist nicht so hoch wie von einem Auto, das einen Menschen überfährt. Aber die Gefahr ist nicht so hoch, die von einem Kühlschrank ausgeht, dass er böse Dinge an Menschen antut, als von einem Fahrzeug, das auf der Straße autonom fährt. Und dann könnte man sagen, die Haftung für einen Kühlschrank ist eine andere Haftung als für ein autonomes Fahrzeug. Beim autonomen Fahrzeug ist es notwendig, dass wir eine Versicherung abschließen. Aber du hast doch jetzt sozusagen anderthalb Stunden erklärt, zwei, wie viel auch immer, ich bin schon ganz durcheinander, dass es genau nicht sinnvoll ist, dass so ein System haftet. Weil es eben schwer zu bestimmen ist. Das heißt, jetzt. Warum dann doch? Habe ich gesagt, das ist doch? Für mich klingt, wenn du sagst sozusagen, also Kühlschrank nicht, aber Auto vielleicht schon als E-Person, dann klingt das schon so. Wir verschieben es doch. Wir verschieben auf die Entität sozusagen, die konkret vorliegt. Aber nur in den Fällen, wenn sie abgrenzbar sind.
Als Jurist wende ich mich da raus. Das heißt, ja, ich sage. Aber es ist ja nicht abgrenzbar. Also es ist ja nicht so, dass die Software in dem Auto sozusagen, also ich meine, das steht da und man kann sagen, haha, der Autopilot ist drin, aber es ist ja Quatsch. Er ist ja nicht drin, er ist meistens kommuniziert mit einem Server, kann man schlecht bestimmen. Ja, also wenn es soweit ist, dass wir wirklich nicht mehr bestimmen können, wer wie haftet und auch diese Gruppenbildung dafür nicht taugt, weil es noch über diese hinausgeht, dann müssen wir uns damit abfinden, entweder wir nutzen die Dinger nicht oder wir finden eine andere Möglichkeit. Und das ist eben eine Art der Kollektivhaftung. Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, dass es irgendwie eine Art Fonds gibt oder eben eine Versicherungspflicht, die jeden Menschen betrifft. Man kann da sogar an Steuern denken oder beziehungsweise an eine bestimmte Abgabe für autonome Systeme. Also zur Rundfunkgebühr kommt dann noch die autonome Systemegebühr. Genau. Es gibt Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und den AS-Zuschlag für autonome Systeme. Alles möglich. Das heißt, wir können das entsprechend gestalten. Und ich glaube, dass dieses Kollektive ist etwas, was auf uns zukommt. Hängt ja mit der Vernetzung zusammen. Ja. Und dieses Einschränken, dieses Vermenschlichen von autonomen Systemen wird nicht funktionieren. Das heißt, ein autonomes System kann man nicht mit einem Pferd vergleichen. Und das finde ich ein ganz hervorragendes Schlusswort. Ich würde an dieser Stelle sozusagen zwei Fragen ans Publikum stellen wollen. Die erste ist, wer möchte sich nach allem, was er gehört hat, jetzt noch ein autonomes System zulegen? Bitte mal die Hand heben. Da haben wir eine Handmeldung, 2, 3, 4, 5. Aha, bitte mal die Hände oben lassen. Wer von denen würde jetzt eine Zusatzversicherung für autonome Systeme abschließen? Alle Hände bleiben oben, das hatte ich mir fast gedacht. Siehst du? Also hat. Ja, ja. Das ist sexy, wer hat, kann, ne? Sozusagen, wenn du die Versicherung leisten kannst, dann darfst du auch ein autonomes System haben. Ja, aber die andere Sache ist, gibt es noch Fragen? Also ich habe versucht, sozusagen das möglichst verständlich zu hinterfragen, aber vielleicht ist ja noch was übrig geblieben. Da vorne in der ersten Reihe, bitte. Ja, hallo, vielen Dank dafür. Soll ich mal? Es ist eigentlich keine Frage, es ist ein Statement. Ne, also es ist so, ihr habt das schon hin jedes und her Mal. Ja. Ist ja häufiger. Ja. Nee, aber sozusagen, also wir sind ja auf dem Chaos Communication Kreuz live. Es ist ja so, nach den Vorträgen wird immer gesagt, so, wir haben jetzt noch kurz Zeit für Fragen. Und dann ist immer so, dann meldet sich immer einer und sagt, also es ist eigentlich keine Frage, ich hätte eher so eine Art Kommentar und dann kommt sozusagen schlimm. So in Bibellänge ungefähr. Das ist eine von Teenager Sex Beichte Podcast. Das ist so ein Laber-Podcast. Deswegen bitte die Frage kurz halten. Ja, bitte. Mein Eindruck, ich hatte das als Frage formuliert, dann dachte ich, das ist ja dumm. Ihr habt das ja schon beantwortet. Es ist so, ihr habt über Tesla geredet und das individuelle Auto, was autonom ist. Und ihr habt jetzt am Ende noch angesprochen, dass ja Tesla über und so gerne vernetzte Systeme machen, um das Autonome zu übernehmen. Dann gibt es keine Fahrer mehr. Das ist so die Zielrichtung. Und ich hatte die ganze Zeit den Gedanken, ja, es wird aber immer jemanden geben, zu dem das Geld hinfließt. Also das heißt, einen letztendlich Verantwortlichen, der das größte Interesse an dem ganzen Ding hat, das wäre immer der, zu dem ich hingehe. Klar, als Verbraucher vielleicht schwierig. Und ob man das über Versicherung abdeckt oder nicht. Aber deswegen habe ich mich gefragt, ob das nicht am Ende doch immer jemanden gibt, auf den man mit dem Finger zeigen kann. Ja, die Frage haben wir tatsächlich schon beantwortet. Und das war die Stelle, wo ich meinte, das geht natürlich, dass es da jemanden gibt, der das viele Geld damit macht. Aber das ist natürlich auch der die großen Anwälte bezahlen kann. Und dann sagen, da kommt man halt so ein bisschen zum Problem. Aber es ist letztendlich das Kriterium. Das heißt, wenn wir zwei Handelnde haben und beide können den Schaden verursacht haben, und dann guckt man, wie verteilen wir die Haftung unter denen, dann ist auf jeden Fall ein Kriterium, das vorgebracht wird, wer profitiert am meisten von System. Und anhand dieser Anteile kann man die Haftung verteilen, dass man sagt, du haftest zu 80%, du haftest zu 20%. Also ja, was dann passiert ist sozusagen, habe ich aus leidvoller Erfahrung, ist, dann sagt man, du mit den 80%, gib mal die 80%. Also da lassen wir erstmal unsere Rechtsabteilung drauf gucken und dann sehen wir uns vor Gericht. Naja, die Rechtsanwälte sind schon dabei bei der Bildung der Gesamthaftung und beim Innenverhältnis. Mhm. Das heißt, wir sind die täglichen Begleiter des Lebens. Yay. Schön. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die, das war nicht, da gibt es noch eine Frage. Versteckt im Schatten. Ja, vielen Dank. Ich habe tatsächlich eine Frage. Also wenn ich euch richtig verstanden habe, hatten wir ja ganz am Anfang über Verträge gesprochen und waren doch eigentlich zu dem Ergebnis gelangt, dass autonome Systeme keine Verträge selbstständig für Personen schließen können, soweit ich das jetzt verstanden habe.
Sie bilden keine Willenserklärung, die mir zugerechnet wird, richtig? Mhm. Und daraufhin haben wir uns dann viel über Risiken und Haftung unterhalten. Aber wenn das also nicht geht, also wenn die im Prinzip für mich keine Verträge schließen können, dann habe ich doch insbesondere als Verbraucher gar keinen Vorteil davon, ein autonomes System für mich zu nutzen. Weshalb sollte ich denn dann noch eins haben, wenn ich nur Risiken habe, aber gar keine Rechte aus den Sachen, die für mich machen? Das war die Stelle, sagen wir, wo wir zwischendurch waren. Ja. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja so, also im Prinzip kann ein autonomes System keine Willenserklärung abgeben, aber um es benutzen zu können, einigt man sich sozusagen im alltäglichen Geschäftsleben drauf, das geht doch. Und baut dann diese Schnittstellen ein, wo man sagt, okay, wer ist denn jetzt dafür schuld? Muss man das quasi nochmal extra quittieren oder muss ich das von vornherein einschränken? Also das geht schon, ja, aber dann halt schon als Übermittler. Das rechnet man dir halt zu. Das heißt, in 999 von 1000 Fällen werden Verträge geschlossen, die werden dir auch zugerechnet. Das heißt, wir haben wirksame Verträge vorliegen. Nur es ist die Gefahr, dass es halt in einem Fall die 1000 Schweinehälften sind. Das heißt, wirksame Verträge kommen zustande. Also die werden dir zumindest zugerechnet. Es gibt ja auch Fälle, nehmen wir mal an, du formulierst irgendwie einen Vertrag, lässt ihn auf den Tisch liegen, deine Freundin sieht, dass es da liegt, packt es ein und schickt es per Post ab. Kommt dann ein Vertrag zustande oder nicht? Wie sieht es aus der Sicht der Vertrauenshaftung aus? Das heißt, derjenige, der diesen Brief empfängt und da steht, ich möchte die 1000 Schweinehälften kaufen, der vertraut darauf, dass es von dir geschrieben, dass es unterschrieben, dass es von dir kommt. Aber de facto hast du ja diesen Brief nie abgeschickt. Das war deine Freundin. Und da wird man sagen können, wenn du solche Verträge abschließt und auf dem Tisch unterschrieben liegen lässt mit einem Briefkuvert daneben und deine Freundin ist immer so fürsorglich, musstest du damit rechnen, dass es tatsächlich zur Post kommt. Das heißt, auch ohne diesen Willen zu haben, gibt es heute schon Fälle, wo man sich das zurechnen lassen muss. Oder wenn du dein Facebook-Passwort irgendjemandem gibst oder dich nicht ausloggt und die Person irgendwelchen Mist baut dafür, dann musst du auch dafür einstehen, weil aus der Sicht der Person, die darauf vertraut, sieht es so aus, als ob du gehandelt hättest. Und was man natürlich auch noch sagen muss, wir reden jetzt gerade über theoretische und potenzielle Konzepte. Und es ist also ein Beispiel, was mir einfällt, korrigiere mich, wenn ich da ganz falsch liege, es gab also sozusagen mal ganz lange Abo-Fallen, die einfach so funktioniert, dass man sozusagen, wenn man was geklickt hat, galt das als Vertragsabschluss, was dann dazu geführt hat, dass dann Prozesse geführt wurden, auch Gesetzgebung geändert wurde und jetzt geht das halt einfach nicht mehr. Und so sind wir natürlich auch bei einem autonomen System, dass wir an der Stelle sind, wo wir gerade über Konzepte reden, aber da wird natürlich noch ganz viel im praktischen Fall. Also irgendwann werden es die 1000 Schweinehälfte sein und dann wird sich halt ein Gericht damit beschäftigt und dann vielleicht auch der Gesetzgeber. Muss man also gucken, was da noch passiert. Da hinten war noch eine Frage. Genau. Angenommen, wir würden jetzt von so einer Kollektivhaftung über eine Abgabe zum Beispiel ausgehen. Wie wird sichergestellt, dass Hersteller auch verantwortungsbewusst mit ihrer Software umgehen und dafür sorgen, dass auch angemessen die Systeme handeln dann tatsächlich? Also es gibt eine Herstellerhaftung, also es gibt bereits schon eine Produkthaftung. Das heißt, wenn man Schaden an Sachen oder am Leben durch Fehler an Gegenständen des täglichen Gebrauchs erfährt, dann haftet der Produzent unabhängig davon, ob er schuldhaft gehandelt hat oder nicht. Das heißt, wir haben so eine Gefährdungshaftung, die ist bereits heutzutage vorhanden. Das heißt, man braucht dafür letztendlich kein Gesetz, weil autonome Systeme sind ja, die man zumindest im täglichen Leben einsetzt, fallen in diese Kategorie. Wenn die irgendeinen Schaden am Körper oder an Sachen verursachen, dann kann ich mich natürlich an denjenigen, der das Ding benutzt, wenden, aber ich kann mich dann auch an den Hersteller heutzutage schon wenden. Das ist eine sehr gute Frage, weil diesen Punkt hatten wir nicht erwähnt. Das heißt, es gibt schon eine Herstellerhaftung. Und der Hersteller kann aber auch nicht sagen, ich überlasse dir das Produkt, aber ich will nicht dafür haften. Nein, das ist eben dieser Fall der Gefährdungshaftung. Man sagt, Hersteller, du hast eine große Gefahr in der Hand. Das heißt, du musst bei der Konstruktion, Fabrikation, Instruktion darauf achten, dass das Gerät keine Fehler hat oder die Software keine Fehler hat. Und es ist eben in deinem Interesse, das Ding möglichst sicher zu programmieren, weil du haftest unabhängig davon, ob du schuldhaft handelst oder nicht. Natürlich ist der Hersteller dann auch entsprechend versichert, muss die Reserven haben. Genau, aber man verlagert diese Sicherheit dessen, der betroffen ist, auf den Hersteller. Und das führt dann dazu, also dass auf Kaffeebechern steht, Vorsicht heiß. Ja. Dass man, wenn man ein autonomes System in Betrieb nimmt, sozusagen so eine Lasche aufreißen muss, wo erstmal sozusagen so ein Heft drin ist, was man durchlesen. Genau. Es gibt sogar noch eine Produzentenhaftung, ich will es nicht weiter ausführen, das ist eine Verschuldenshaftung. Dort gibt es sogar eine Produktbeobachtungspflicht. Das heißt, wenn der Hersteller sieht, da kommt ein neues System auf den Markt, die vertragen sich, mein System macht plötzlich irgendwelche Fehler, dann muss er dafür sorgen, dass er die Menschen instruiert und sagt, nutz bitte mein Gerät nicht oder spielt das
das neueste Update drauf. Ja. Ansonsten müsst ihr dann, können dann Gefahrenschäden passieren, ja, und ihr würdet dann selbst dafür haften, weil ich euch aufgeklärt habe. Okay, so eine Frage haben wir noch. Eine geht noch. Die Gefährdungshaftung wird uns ja nicht weiterbringen, weil die letzten anderthalb Stunden kümmerten wir uns ja um Vermögensschäden. Hm? Ja. Ich verstehe die Frage nicht, bitte übersetzen. Wir haben uns die letzten anderthalb Stunden damit befasst, wenn ein autonomes System einen Vertrag abschlägt, wer ist dafür verantwortlich, wenn die 1000 Schweinehälften ich nicht bezahlen möchte, ja, und wer den Vertrauensschaden dann ersetzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, Gefährdungshaftung bringt uns dort an der Stelle keinen Millimeter weiter, weil das hilft ja nur dann, wenn Leben oder Gesundheit oder ein Sachschaden, also das autonome System macht den Toaster kaputt. Mhm. Ja, aber welche Schäden gibt es denn noch? Außer Sach und Körper und Psyche. Also eigentlich deckt die Gefährdungshaftung, beschreibt den Zustand, wo setze ich mit der Verantwortung an und nicht, was ich an Schäden leisten muss. Vielleicht beziehst du dich auf die Produkthaftung, weil die Produkthaftung ist tatsächlich beschränkt. Das heißt, du kannst ja jetzt nicht irgendwelchen seelischen Schaden ersetzt verlangen oder Persönlichkeitsschäden, sondern tatsächlich, wie du es schon richtig sagtest, das ist tatsächlich eingeschränkt. Aber das kann man durchaus regeln, dass sozusagen das Schadensersatzspektrum frei ist. Also die Gefährdungshaftung könnte uns meines Erachtens ja doch schon helfen, nur die Produkthaftung könnte problematisch sein. Ich komme jetzt auch mit Haftung, Produzent, mit den ganzen Begriffen durcheinander langsam. Okay, ich weiß kurz, weil wir hatten, glaube ich, da hinten noch eine, aber das ist wirklich die allerletzte jetzt. Danach haften wir für nichts mehr. Hat mein autonomes System ein 14-tägiges Rückgaberecht? Das ist ein sehr interessanter Punkt. Es kommt, wenn wir jetzt über autonome Systeme verhandeln, dann bist du ja als Verkäufer und wenn ich als Verbraucher auftrete, ist er ja verpflichtet, du spielst ja an, mich darüber zu belehren, dass ich 14 Tage ein 14-tägiges Widerrufsrecht habe. Dem autonomen System kann kein Widerrufsrecht zustehen, es ist ja überhaupt nicht rechtsfähig, sondern nur mir. Und ich kann mich ja immer darauf berufen. Die Frage ist, hat er mich ordnungsgemäß darüber belehrt, weil wenn er das nicht getan hat, dann habe ich ein Jahr und 14 Tage, um das Gerät zurückzugeben. Ich kann darauf keine Antwort geben. Das heißt, warte mal, reden wir jetzt davon sozusagen, wenn ich das autonome System kaufe, ob ich das autonome System 14 Tage zurückkriegen kann, oder reden wir davon, das autonome System kauft was für mich und das kann ich 14 Tage zurückgeben. Richtig. Es geht letztendlich darum, wenn Verträge über autonome Systeme geschlossen werden, wie ist es mit den AGB? Wie ist es mit der Verbraucherbelehrung? Weil wenn ich am Verkehr überhaupt nicht teilnehme, also am geschäftlichen Verkehr nicht teilnehme, dann kann ich auch schlecht belehrt werden. Dann wird ja nur mein System belehrt. Zählt die Belehrung des Systems als meine Belehrung. Das heißt, das System ist ja kein Vertreter, also kann es das nicht in eine Willenserklärung einfließen lassen. Es könnte höchstens als Bote das empfangen und mir überbringen, dann werde ich aber nach dem Vertrag belehrt. Es sei denn, man sagt, ich kann es so programmieren, dass es nur Verträge abschließt, wo 14 Tage da sind und die auf einer formellen Art und Weise oder beiden Systeme fähig sind, diese Informationen auszutauschen. Völlig ungeklärtes Problem. Kann ich nicht sagen, wie man das Ganze handhaben wird. Ich würde vorschlagen, man kauft sich ein autonomes System ein, das nur die Vertragsabschlussrückkommunikation überwacht. Gut. Meinst du, es kauft noch jemand ein autonomes System? Ich glaube nicht. Also ich werde auf jeden Fall sozusagen für die nächsten Jahre einen großen Abstand davon nehmen, weil alles, was wir hier erzählt haben, wird nochmal praxisrelevant irgendwie getestet und juristisch. Ja. Und ich möchte nicht der Präzedenzfall sein. Ganz, ganz, ich denke, ganz das ehrlich. Das ist wie bei Kindern. Das heißt, die Kinder lässt man auch nicht sofort los auf die Welt, sondern man erzieht sie, man beobachtet sie, wie verhalten sie sich und dann passt man entsprechend ihre Konfiguration an. Also ich habe keine Kinder, aber ich stelle es mir so vor. Ich wollte gerade sagen, also als pädagogisches Konzept möglicherweise nicht uninteressant, aber mit autonomen Systemen möchte ich lieber warten, bis jemand anders die großgezogen hat und dann quasi, vielleicht sind wir dann bald wieder im alten Rom. Egal, das war es jetzt wirklich. Die Rechtsbelehrung zur E-Person, die wir nicht brauchen, wie wir gelernt haben, sondern man kann mit ganz vielen anderen Konzepten sich in den Ruin treiben. Ich hoffe, es hat gefallen und war verständlich. Die Rechtsbelehrung erscheint grob einmal im Monat unter rechtsbelehrung.com kann man sich das alles anhören und abonnieren. Wir freuen uns über Feedback, was man auch dort hinterlassen kann. Das war Dr. Thomas Schwenke. Herzlichen Dank für die vielen Erklärungen. Danke sehr. Mein Name ist Markus Richter und das war die Rechtsbelehrung. Tschüss. Tschüss. Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com.